Ich eröffne die 46. Sitzung vom Grossen Gemeinderat Wetzikon hier in der Aula der Kantonsschule Zürich-Oberland. Geschätzte Mitglieder vom Parlament und vom Stadtrat, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Lehrpersonen, Medienschaffende, Zuschauerinnen und Zuschauer, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Stadtverwaltung, ich begrüße Sie ganz besonders zu dem außerordentlichen Anlass von unserer Parlamentssitzung in Wetzikon. Sinn und Zweck von der heutigen Sitzung ist eigentlich, dass Politik erlebbar ist. Es soll einen Austausch geben zwischen Politikerinnen und Politikern und zwischen Schülerinnen und Schülern. Politik soll wahrgenommen werden, und zwar nicht nur als Theoriefach, sondern in der Praxis, wie wir hier in Wetzikon und wie wir das in der Schweiz leben. Unser Parlament hier ist jetzt genau 5 Jahre alt. Vorher waren wir keine Parlamentsgemeinde, das heisst, wir hatten eine Gemeindeversammlung. In diesen 5 Jahren hat sich eine Parlamentsstruktur entwickelt und da haben Sie heute sehr einen praktischen Einblick. Es freut mich sehr, dass so viele erschienen sind und es freut mich auch sehr, dass das Interesse der Jungen so gross ist. Wir fangen jetzt an mit der Sitzung. Ich möchte darauf hinweisen, dass in der Aula Film- und Tonaufnahmen gemacht werden. Außerdem wird unsere Sitzung mit einem Audioprotokoll protokolliert. Ich komme zum Traktandum 1, das ist die Mitteilung vom Präsidenten. Unter dem Traktandum informiert der Präsident die Sitzungsteilnehmenden über An- und Abwesenheiten und auch über spezielle Ereignisse. Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigt das Ratsmitglied Peter Lanciano. Am Grossen Gemeinderat sind seit der letzten Parlamentssitzung folgende neue Geschäfte zugestellt worden. Es ist die Einführung flächendeckender Parkraumbewirtschaftung und das zweite ist Bauabrechnung, Kronesaal, Sanierung und Instandsetzung. Seit der letzten Parlamentssitzung sind keine neuen schriftlichen Anfragen eingereicht worden. Seit der letzten Parlamentssitzung sind vom Stadtrat eine schriftliche Anfrage beantwortet worden, und nämlich die schriftliche Anfrage von der Esther Kündig Albrecht, GP, betreffend Deponie Tegernauer Gossau. Wir kommen zum Traktandum 2, das ist die Genehmigung der Traktandenliste. Die Traktandenliste kann jetzt durch Anträge in Reihenfolge geändert werden. Die Traktandenliste sehen Sie oben auf der Leinwand. Hat jemand Einwände gegen die Traktandenliste? Gut, wenn nicht, dann gilt die Traktandenliste als genehmigt. Wir kommen zu den Kommissions-, Fraktions-, Stadtrats- und persönlichen Erklärungen. Das Gefäß dient dazu, das politische Inhalt zu thematisieren, auch wenn sie nicht Gegenstand von der heutigen, vom heutigen Traktandum sind. Wünscht jemand das Wort? Es wünscht niemand das Wort, so gehen wir weiter. Jetzt möchte der Stadtpräsident Rudi Rüfenach und ich kurz das Parlament und den Stadtrat vorstellen. Guten Abend miteinander, geschätzte Parlamentarier, Parlamentarier, lieber Präsident und Gäste. Ich tue gerne kurz vorstellen, was der Stadtrat macht und welche Funktion das er hat. Der Stadtrat ist die Exekutive von Wetzikon und besteht aus 7 Mitgliedern. Beratet und unterstützt wird der Stadtrat ebenfalls wie das Parlament auch durch Kommissionen und verschiedene andere Gremien. Einzelne Kommissionen wie die Schulpflege oder die Energiekommission haben die ganz bestimmten Bereiche, für die wo sie nämlich zuständig sind, die gleichen Kompetenzen wie der Stadtrat. Grundsätzlich leitet der Stadtrat die Stadtverwaltung. Im operativen Betrieb wird die Stadtverwaltung vor allem aber auch von der Geschäftsleitung und dem Stadtschreiber und seiner Stellvertreterin geführt. Die beiden, die Stadtschreiberin, Stellvertreterin und der Stadtschreiber,
Sie begleiten uns an den Stadtratssitzungen und uns in rechtlichen Belangen beraten. Die Verwaltung hat einen ganzen Haufen verschiedene Geschäftsbereiche, Abteilungen und so weiter. Wir haben die 7 Ressorts aufgeteilt, sodass jedes Stadtratsmitglied für ein Ressort zuständig ist. Und für sein Ressort hat jeder Stadtrat ein zuständiges Mitglied in der Geschäftsleitung als direkte Ansprechperson. So hat zum Beispiel Frau Sieber den Geschäftsbereich Hochbau und dort direkt Ansprechperson. Im täglichen Betrieb ist das aus meiner Sicht die wichtigste Schnittstelle zwischen Stadtrat und Verwaltung. Der Stadtrat befasst sich mit der politischen Planung. Er vollzieht Gemeinserlässe und übergeordnetes Recht. Wir informieren die Öffentlichkeit, organisieren die Verwaltung und bereiten unzählige Vorlagen jedes Jahr für das Parlament oder das Stimmvolk vor. Gut, dann stelle ich jetzt kurz das Parlament vor. Und zwar in einer gekürzten Version. Also unser Parlament, wie Sie hier sehen, besteht aus 36 gewählten Mitgliedern. Wir haben hier 11 Parteien in Wetzikon. Und die 11 Parteien, die bilden 7 Fraktionen. Dann das Parlament hat 3 vorberatende Kommissionen. Da sieht man da, das sind eigentlich themenspezifische Kommissionen. Sie haben das ganze Jahr durch eigentlich die gleichen Themen zuteilt. Sie bereiten die Geschäfte inhaltlich für das Parlament vor. Sie tun es vorbereiten, somit dass eigentlich so ein bisschen ausgereiftere Vorlagen im Parlament dann besprochen werden. Dann wird das Parlament geleitet eigentlich vom Büro. Das heisst Büro, es ist aber Geschäftsleitung vom Parlament. Und das Büro oder die Geschäftsleitung organisiert den ganzen Parlamentsbetrieb. Es ist noch einiges mehr, aber ich will da nicht in die Details eingehen. Dann unten sehen wir die IFK, die sogenannte interfraktionelle Konferenz. Das sind von jeder Partei ist da jemand dabei oder von jeder Fraktion und alles die Posten, die das Parlament muss wählen muss, dann tun sie die Wahlen vorbereiten. Dann das, wie ein Haus aussieht oder das Dach, das ist eigentlich unser Parlamentsdienst, der ist ganz wichtig für uns. Das wird geleitet von der Ratssekretärin und sie beratet uns rechtlich und organisatorisch. Das ist also unser rechtliches Gewissen. Dann gleichzeitig ist der Parlamentsdienst, wo noch mehrere Personen sind, zuständig für alle administrativen Arbeiten, die es mit dem Parlament gibt. Dann unsere Zuständigkeit. Das Parlament ist für die Steuerung zuständig. Wir haben die Oberaufsicht über den Stadtrat und über die Verwaltung. Wir erlösen Verordnungen. Und wichtig, wenn es ums Geld geht, tun wir Kredit sprechen und wir genehmigen das Budget. Sowie auch natürlich die Jahresrechnung. Und sicher lesen Sie ab und zu über die Jahresrechnung oder über das Budget auch in der Zeitung. Der Stadtrat muss je nach Kompetenzen und Finanzregeln verschiedene Geschäfte vorbereiten, die das Parlament oder das Stimmvolk gehen. Das kann zum Beispiel eben das Budget sein, es kann aber auch ein Kredit sein für einen Neubau von einem Schulhaus oder für eine Strassensanierung und derige Sachen. Auch da werden wir unterstützt von der Verwaltung und manchmal auch von verschiedenen Kommissionen. Wir als Stadtrat konzentrieren uns auf die strategische Führung dieser Geschäfte. Das heisst, wir geben die Rahmenbedingungen vor, wir legen die terminlichen Meilensteine festlegen und wir festlegen, wie viel Kapital für das entsprechende Geschäft zur Verfügung steht. Und die Verwaltung tut dann operativ die Aufgabe und die Aufträge umsetzen. Der zuständige Stadtrat vertritt das Geschäft in der Öffentlichkeit, bei Orientierungsversammlungen oder eben so wie heute jetzt in einer parlamentarischen Sitzung. Wenn der Stadtrat das Geschäft zuhanden vom Parlament hat verabschiedet, geht es dann in die Vorbereitung der Kommissionen. Das gehört dem vom Präsidenten vom Parlament. Und wenn das Parlament darüber beschlossen hat, dann gibt es vielleicht noch Urnenabstimmung, je nachdem,
was für einen finanziellen Betrag davon betroffen ist. Besten Dank. Gute Rüfenach. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können Parlamentarinnen und Parlamentarier ein Projekt lancieren oder zu Informationen gelangen vom Stadtrat. Das geht normalerweise über einen Vorstoss. Ich zeige jetzt euch ganz einen vereinfachten Ablauf von einem Vorstoss. Und einen Vorstoss versteht man all die parlamentarischen Instrumente, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Ein oder mehrere Parlamentsmitglieder tun ihre Ideen oder ihre Fragen schriftlich formulieren und tun das Papier, den sogenannten Vorstoss, am Stadtrat einreichen. Der Stadtrat muss dann zu dem Vorstoss Stellung nehmen. Wenn der Stadtrat Stellung genommen hat, das werden wir heute auch erleben, dann nimmt das Parlament sich dem Anliegen einmal an und nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis oder es tut auch den Vorstoss überweisen. Dann gibt es auch noch ein bisschen einen komplizierteren Fall. Das heisst, wenn ein Vorstoss einem obligatorischen Referendum unterliegt oder wenn das fakultative Referendum ergriffen wird, dann kommt es zu einer Volksabstimmung. Das heisst, die Stimmberechtigten in Wetzikon gehen da durch und tun dann über den Vorstoss, sprich über das Geschäft, abstimmen. Das wäre jetzt ganz kurz einmal der Zusammenhang von Stadtrat und Parlament gewesen. Besten Dank, Stadtpräsident Rudi Rüfenach. Wir fahren weiter mit der Parlamentssitzung. Wir kommen zum Traktandum 3. Jetzt ist eigentlich ein offizielles Parlamentsgeschäft. Es ist die Interpellation vom Ratsmitglied Stefan Weber, FDP, zur Bade-, Boots- und Wassersportinfrastruktur am Pfäffikersee. Der Stefan Weber hat die Interpellation, eine Art Fragekatalog zu dem Thema, am 13. September 2019 an den Stadtrat eingereicht. In der Sitzung vom 29. Oktober 2018 hat er seine Interpellation mündlich hier im Parlament begründet. Inzwischen hat der Stadtrat die fristgemäß nämlich am 5. Dezember 2018 beantwortet und nimmt nun heute mündlich dazu Stellung. Anschliessend darf der Interpellant, also der Stefan Weber, Stellung nehmen zu dem, was der Stadtrat gesagt hat. Ich bitte den Referent vom Stadtrat, den Stadtrat Marco Martino, ans Mikrofon. Es ist ein bisschen ungewohnt, das Parlament im Rücken zu haben. Trotzdem geschätztes Parlament, zumindest einen Teil habe ich heute schon ein paar Mal gesehen, je nachdem, wo ich durchgefahren bin. Ich habe auch gewunken auf dem Plakat, aber es ist kein Winken zurückgekommen. Man merkt, es sind Kantonsratswahlen und darum sind sie wirklich sehr aktiv unterwegs. Ich von meiner Seite wünsche dem Parlament heute schon, zumindest denen, die kandidieren, viel Glück, weil wir brauchen im Kantonsrat ein paar starke Wetzikerinnen und Wetziker. Geschätzte anwesende Jugendliche, schön sind Sie zahlreich da und geschätzte Medienvertreterinnen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Interpellation, die ist nicht nur fachlich und sachlich beantwortet worden, sondern es ist auch ganz viel Herzblut dahinter. Pfäffikersee, ich glaube, da muss ich niemandem von Ihnen erzählen, was das heisst, wenn man einen schönen Abend darf dort sitzen, Natur geniessen, das Wasser geniessen oder auch einfach Freundschaft und Kollegialität. Auf die Interpellation selber gehe ich nicht mehr gross darauf ein. Die Fragen sind beantwortet worden, die sind schriftlich abgegeben worden. Und ich gehe davon aus, dass Sie alle natürlich in den Unterlagen das auch gelesen haben und bestens Bescheid wissen. Vielmehr möchte ich den Stand der Geschichte angeben. Grundsätzlich wäre das eine beschlossene Sache, was da am Pfäffikersee passiert, das sogenannte Projekt Mobilität und Umwelt am Pfäffikersee. Wir sind vor schon einem fast pfannenfertigen Beschluss gestanden, haben das Gefühl gehabt, unsere Wetziger Bedürfnisse sind nicht so verstanden worden, wie wir das im Stadtrat haben wollen und haben durch das einen Extratermin beim Regierungsrat beantragt und den auch bekommen. Dort haben wir gute Gespräche führen, auch mit den Amtschefen
und haben sie so weit angebracht, dass wir mittels einem Monitoring die weiteren Schritte planen und die Hotspots nochmal anschauen miteinander. Im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir erhoffen uns, dass wir bis Mitte Jahr genau wissen, definitiv wissen, ob wir dort mit dem Boot noch rein und raus dürfen, ob der Zeltplatz noch aktiv sein wird, ob Parkplätze und Zufahrten noch verträglich sind oder nicht, ob die Body überhaupt noch wird weiter betrieben oder nicht. Dankeschön. Besten Dank, Stadtrat Marco Martino. Jetzt hat Stefan Weber das Wort als erster Unterzeichnende. Geschätzte Damen und Herren, guten Abend miteinander. Ich möchte dem Stadtrat danken für die ausführliche Antwort und vor allem auch die unterstützende Antwort. Das Ziel ist, dass die heutige Infrastruktur am Pfäffikensee, also zu Hauslicken, kann erhalten bleiben. Die Sanierung ist notwendig und es scheint mir auch wichtig, dass Body, Camping, Bootsplatz und Kiosk, so wie es heute dort sind, in dieser Art und Weise können weiter betrieben werden, dass es auch wirtschaftlich ist. Die Zukunft ist noch nicht ganz gesichert von diesen allen Eckpfeilern. Wir haben auch etwas gehört zur Parkierung und dem Ganzen. Das ist auch beantwortet worden entsprechend. Ein Parkleitsystem und eine Bewirtschaftung macht wohl dort durchaus Sinn. Es ist so, wir müssen die Autos runterfahren, aber dort unten sollten nur so viel sein, wie auch Parkplatz haben. Ganz wichtig, und das haben wir auch in den Gesprächen, die wir da geführt haben mit diversen Leuten, es ist ganz klar, dass die Natur, so wie sie heute geschützt ist, weiterhin soll geschützt werden. Ich möchte alle ermuntern, darum am gleichen Strick zu ziehen, dass wir unser Body, also unsere Body-Tunnel so erhalten können, wie wir sie heute kennen. Ein Bestandteil war noch das Bootshaus in Oberhausen. Dort ist die Zukunft sehr ungewiss. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Antwort vom Stadtrat. Ich will, dass er proaktiv handelt. Es dünkt mich wichtig, dass man ein Nutzungskonzept entwickelt und nicht wartet, bis im 2026 die Konzession ausläuft und Savel sagt, wie es weitergeht. Die alte Body, die ist schon da seit 1905 und ist ja heute einfach noch als Bootshaus genutzt. Und es ist ein Schutzobjekt für Witzigen. Schön wäre, wenn das Schutzobjekt auch in Zukunft mit dem Nutzen Fischen, Baden ist heute leider nicht mehr möglich, aber mindestens so weiter könnte erhalten werden. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn der Stadtrat proaktiv da dahinter geht. Danke vielmals. Besten Dank, Stefan Weber. Damit ist die Interpellation erledigt. Es findet keine Diskussion oder Beschlussfassung statt. Wenn sich Ratsmitglieder zu diesem Thema äussern, dann müssen Sie einen Antrag ans Parlament stellen. Wünscht jemand das Wort? Es wünscht niemand das Wort, also gibt es keine Diskussion. Wir kommen zum Traktandum 4. Jetzt folgt ein außerordentlicher Einschub von unserer Parlamentssitzung. Als nächstes kommen wir zum Traktandum, das mit KZO-Schülerinnen und Schülern ausgearbeitet worden ist. Es handelt sich und Begründung von der Motion vom 25. Februar 2019 Treibhausgasemissionen Wetzikon. Sie ist eingereicht worden von Benjamin Walder, GP. Ausnahmsweise wird die Begründung nicht durch ein Parlamentsmitglied erfolgen, sondern durch Kantonschülerin Fanny Wiesler. Die offiziell und die in der Geschäftszone geforderte Begründung ist schriftlich vorher am Parlament eingereicht worden. Ich bitte jetzt Fanny Wiesler als Rednerpult. So, ja. Guten Abend. Als erstes möchte ich kurz darauf eingehen, wie der Klimawandel funktioniert, damit alle Menschen auf dem gleichen Wissensstand sind und man die Dringlichkeit dieser Forderung versteht. Unser Planet Erde ist umgeben von der Atmosphäre, in der sich verschiedenste Gase befinden, unter anderem Treibhausgase. Die Sonne scheint nun auf unsere Erde. Kurzwellige Sonnenstrahlen treffen also auf den Planet Erde. Wenn die Sonnenstrahlen auf die Erde getroffen sind,
werden sie in langwellige Wärmestrahlen umgewandelt. Diese Wärmestrahlen werden an den Treibhausgasen reflektiert und treffen wieder auf die Erde. Das ist ein ganz normaler physikalischer Vorgang. Würde der Treibhauseffekt nicht existieren, so wäre es auf unserem Planeten bedeutend kälter. Nun zum Klimawandel. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stoßen wir Menschen unermüdlich Treibhausgase aus, zum Beispiel durch Autos oder Flugzeuge. Die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase ist so groß, dass dadurch die vorher erwähnten Wärmestrahlen bedeutend öfter reflektiert werden. Das bedeutet also, dass sich unser Planet zuerst langsam und nun immer schneller erhitzt. Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig und der Einfluss des Menschen auf das Klima ist klar. Weltweit sind sich WissenschaftlerInnen einig, dass der Klimawandel zu 95% vom Menschen verursacht wird. Das heißt, die Debatte über die Realität des menschgemachten Klimawandels wird nur in der Politik geführt, währenddessen WissenschaftlerInnen sich längst einig sind. Nun zum Vorstoß, welcher die Nachhaltigkeitsgruppe der KZO ausgearbeitet hat. Die Treibhausgasemissionen der stadteigenen Betriebe der Stadt Wetzikon sollen bis 2030 auf netto null reduziert werden. Dabei sollen Kompensationsmaßnahmen im Ausland nicht eingeplant werden. Netto null bedeutet, dass nur so viele Treibhausgasemissionen verursacht werden sollen, wie wieder aus der Atmosphäre entweder entzogen oder anders kompensiert werden kann. Dies steht so im Klimaabkommen von Paris, welches die Schweiz unterschrieben hat. Da die Schweiz ein Industrieland ist, muss sie das Ziel Netto Null früher erreichen, deshalb 2030. Die Folgen eines ungebremsten Klimawandels sind gravierend. Laut dem offiziellen Bericht über Klimaszenarien für die Schweiz werden wir in Zukunft bedeutend trockenere Sommer haben, die neben der Landwirtschaft auch die Wasserwirtschaft und die Energieversorgung betreffen. Wir wissen alle, was der letzte Sommer für Auswirkungen hatte. Solche Sommer können in Zukunft zur Normalität werden. Bereits im letzten Sommer wurde der Bevölkerung angeraten, ihren Wasserkonsum bewusst zu verringern. In Zukunft wird das wohl häufiger der Fall sein und es kann zu gravierendem Wassermangel führen. Wollen wir das wirklich für zukünftige Generationen? Bereits jetzt leiden viele Menschen, vor allem im globalen Süden, an starkem Wassermangel. Hinsichtlich der Tatsache, dass die bisherigen EntscheidungsträgerInnen in Bezug auf die Klimafrage versagt haben, ist die Annahme dieses Vorstoßes das Mindeste, was sie für die nächsten Generationen tun können. Wir müssen das Problem bei den Wurzeln packen und bis 2030 CO2-neutral werden, damit eine lebensbedrohende Katastrophe auch für die Kinder hier in Wetzikon verhindert wird. Es geht um mehr als ein paar Käfer, die aussterben. Es geht darum, ob meine zukünftigen Kinder und Großkinder eine lebenswerte Zukunft haben. Wie können Politiker und Politikerinnen die Klimakrise leugnen, obwohl meine Kinder mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr unbegrenzt Trinkwasser haben werden? Wie können Menschen die Klimakrise noch leugnen, obwohl sie wissen, dass durch den Anstieg des Meeresspiegels Tausenden von Menschen das Grundwasser mit Salzwasser zerstört wird? Das ist eine Ungerechtigkeit. Es ist an jedem, jeder,
die Klimakrise anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Wir hier in dieser kleinen Stadt sind mitverantwortlich für die Klimaerhitzung. Sie muss jetzt so schnell wie möglich gestoppt werden und rückgängig gemacht werden. Es geht nicht darum, das Klima zu schützen. Es geht einzig und allein darum, eine existenzbedrohende Krise zu verhindern. Dieser Vorstoß ist leider längst nicht ausreichend. Um eine globale Katastrophe zu verhindern, sollte die Schweiz bis 2030 auf netto null Treibhausgasemissionen kommen. Damit das Ziel netto null bis 2050 global erreicht wird. Wir sind die erste Generation, die die Klimakrise mit all ihren Auswirkungen erleben wird. Und wir sind die letzte Generation, die die Klimakrise noch verringern kann. Deshalb rufe ich jeden Menschen dazu auf, am nächsten Freitag um 13 Uhr auf der Polyterrasse zu erscheinen, um gegen diese Ungerechtigkeit zu protestieren. Liebe SchülerInnen, sprecht mit euren Lehrpersonen und Schulleitungen, denn ein paar verpasste Schulstunden sind nichts im Gegensatz dazu, die Chance verpasst zu haben, die Klimakrise zu stoppen. Danke. Besten Dank, Fanny Wiesler, für die Begründung der Motion. Die Motion geht jetzt an den Stadtrat zur Stellungnahme. Der Stadtrat hat dafür 2 Monate Zeit. Anschliessend entscheidet das Parlament, ob die Motion überwiesen werden soll und damit das Anliegen weiterverfolgt werden wird. Wir kommen jetzt zu einem weiteren außerordentlichen Einschub von dieser Sitzung. Bei diesem speziellen Traktandum werden die Schülerinnen und Schüler ihr geplantes Jugendparlament vorstellen. Das Vorhaben ist im Rahmen des Projekts Engage in Wetzikon ins Leben gerufen worden. Da möchte ich das Wort geben an Linus Vivian und an Alessandro Tell. Bitte ans Mikrofon. Ja, guten Abend miteinander. Alessandro und ich, der Linus, wir sind Teil der Gründungsgruppe des Jugendparlaments Wetzikon. Obwohl jetzt der Name Gründungsgruppe nicht ganz zutrifft, weil eigentlich haben wir es gar noch nicht gegründet. Was ist denn überhaupt das Jugendparlament Wetzikon? Das Jugendparlament Wetzikon sollte Jugendlichen von Wetzikon, wie der Name sagt, eine Plattform und Mittel bieten, um ihre Ideen selber einbringen in der Stadt und Lösungen dafür zu suchen, falls sie einen Verbesserungsvorschlag haben. Sei das durch eine Projektgruppe, die eben Anlässe organisiert, wie zum Beispiel Podiumsdiskussionen, sonst irgendein Anlass, der die Jugendlichen interessiert, oder eine Ausarbeitung von einer konkreten Idee. Wir sind ein Verein, der von der Stadt unterstützt wird, um die Ziele zu erreichen, die politische Bildung bei den Jugendlichen voranzutreiben. Das Jugendparlament Wetzikon ist für Jugendliche aus Wetzikon von 14 bis 28. Es gibt keinen Mitgliederbeitrag, es kann eigentlich jeder mitmachen, der will. Und sie sind alle herzlich willkommen, auch teilzunehmen. Der Sinn des Jugendparlaments ist, etwas zu verändern für Wetzikon, von Jugendlichen, für Jugendliche. Damit man etwas bewegen kann, zum Beispiel ohne zum Beispiel eine Partei anzuhören oder sonst politisch irgendwie aktiv müssen sein. Unsere Ziele sind, neben der Organisierung von diversen Events Vorschläge einzubringen, ist ein wichtiges Ziel, die Politik etwas Konkretes, Fassbares machen für Jugendliche und zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist, etwas zu verändern. Genau. Falls wir unser Interesse geweckt haben, würden wir dann euch nämlich herzlich einladen zum richtigen Gründungsevent. Und der wäre am 29. März um 6:30 im Kronensaal zu Wetzikon. In den nächsten paar Tagen, also der Woche besser gesagt, wird noch ein Flyer verschickt in Wetzikon, um auf das Event nochmal aufmerksam zu machen. Wie dann wirklich ein Jugendparlament organisiert ist, ist noch offen und ist Gegenstand von Diskussionen, die wir am Gründungsevent werden haben und führen. Das am besten nach dem Gründungsevent gibt es noch das Essen, das ist eine gute Gelegenheit, in einer guten Atmosphäre darüber zu diskutieren. Darum rufe ich auch auf, alle, die eine gute Idee haben für Wetzikon, doch teilzunehmen
und die einzubringen, damit wir Wetziken voranbringen können. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Danke, Linus, Vivian und Alessandro Tell. Es freut uns natürlich außerordentlich, alle, die Politik machen, dass ihr jetzt aktiv werdet und das Parlament, das Jugendparlament, gründet. Wir werden euch sicher alle unterstützen, so gut das geht. Wir kommen zum Traktandum 5. Das nächste Traktandum ist wieder eine Interpellation. Die ist von Benjamin Walder, Grüne, eingereicht und am 29. Oktober 2018 mündlich begründet worden. Am 6. Februar 2019 hat der Stadtrat die Interpellation beantwortet. Er wird jetzt zu der Interpellation Stellung nehmen. Ich bitte den Referent vom Stadtrat, den Jürg Schuller, ans Mikrofon. Besten Dank. Ja, Herr Präsident, geschätzte Anwesende, guten Abend miteinander. Ich glaube, wir können es kurz machen. Die Interpellationen haben die offene Türen ein. Das haben wir dargelegt in der Beantwortung. Sie sehen da drin, dass wir die Stossrichtung, nämlich die Überprüfung von dem Jugendkredit, unterstützen. Der Jugendkredit ist ein Rahmenkredit, der beinhaltet verschiedenste Angebote von der Stadt mit den zugehörigen zur Verfügung gestellten Mitteln. Der Kredit ist nun rund etwa 10-jährig, jawohl. Und das rechtfertigt sich darum eine gründliche Überprüfung. Wir haben in der Beantwortung dargelegt, wie wir vorgehen. Zuerst brauchen wir eine öffentliche Ausschreibung für den Teilbereich der offenen Jugendarbeit. Und erst, wenn die Submission durch ist, wissen wir, wer den Auftrag hat und wie viel das kostet. Und ohne das Ergebnis bringen wir keinen Antrag ins Parlament. Danke. Besten Dank, Jürg Schuller. Jetzt Benjamin Walder, bitte als erster Unterzeichnender. Ja, geschätzte Anwesende, guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, dass so viele Leute da sind. Vor allem freut es mich, dass so viele Schülerinnen und Schüler da sind. Weil ich einerseits vor einem Jahr noch selber hier in der Kante die Schulbank gedruckt habe und andererseits, weil es bei meinem Vorstoss um euch geht. Um die Jugendlichen, um unsere Zukunft. Als erstes möchte ich dem Stadtrat und der Verwaltung für die Beantwortung meiner Fragen danken. Danken möchte ich auch dem Zürcher Oberländer für den guten Artikel. Ich möchte aber noch gerne anmerken, dass ich letztes Jahr aufgrund meiner Wahl im Gemeinderat und der neuen Beanspruchung vom Medizinstudium aus der Pfadi ausgetreten bin. Also kein persönlicher Profit an einer Anpassung vom Jugendkredit. Mein Interesse gilt den Jugendlichen. Ich würde mir gerne schnell Zeit nehmen, um den Anwesenden, die vielleicht nicht so im Thema sind wie alle Politiker hier, schnell vereinfacht erklären, um was es geht. Im Jahr 2009 hat das Volk einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 88'000 Franken mit einem Ja-Stimmenanteil von 70% gut geheissen, wo sollte der Jugend gut kommen. 170'000 Franken davon, also fast ein Fünftel, von dem Kredit wird für die Eismiete von der Eishalle verwendet. Wir sind der Meinung, dass die Eismiete nicht über den Jugendkredit, sondern über das Konto der Sportanlage abgerechnet werden sollte. Wie das zum Beispiel auch beim Fußballplatz der Meierwiese der Fall ist. Unserer Meinung nach sollte der Betrag von 170'000 Franken maßgeblich den Wetziger Jugendvereins gut kommen. Die bekommen bis jetzt nämlich nur 120'000 Franken. Bei rund 1'200 Jugendlichen, die zwetzig in einem Verein tätig sind, macht das rund 100 Franken pro Kopf und Jahr. Zudem ist es noch aufgefallen, wie die Schule schon ausgeführt hat, dass der 2009 bewilligte Kredit noch nie an die Teuerung noch an die Bevölkerungszunahme angepasst worden ist. Aus diesen Gründen habe ich im Stadtrat diese Frage gestellt. Ich hoffe, die Erklärungen sind verständlich gewesen, sonst können Sie sich gerne nachher noch Parlamentssitzung bei mir melden kann. Es freut mich, dass der Stadtrat das Problem des veralteten Jugendkredits erkannt hat und die Auffassung teilt, dass etwas gemacht werden muss. Wenn man aber bedenkt, dass 2022 die Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Soziokultur Schweiz ausläuft
bei der Finanzierung davon ja fast die Hälfte vom Kredit aufgebraucht. Und darum die Nachfolgeregelung, bis sie 2 Jahre gesucht sein muss, wie der Stadtrat seine Antwort ausführt, verwundert es mich ein bisschen, dass er zum Schluss kommt, zum heutigen Zeitpunkt auf eine Anpassung zu verzichten. Es braucht Zeit, geschätzter Stadtrat, einen Jungkredit neu aufzugleisen, eine neue Leistungsvereinbarung zu prüfen und auszuhandeln, die Aufteilung des Jugendkredits zu prüfen, die Neuregelung der offenen Jugendarbeit zu prüfen, mit der Jugendkommission die Gesamtüberprüfung zu diskutieren, Zielgruppen anzupassen und dann den ganzen Kredit noch durch eine Volksabstimmung zu bringen. Ich kann nicht verstehen, wie man da dann sagen kann, dass der Stadtrat auf die jetzige Anpassung verzichten will. Dass gewisse Fragen nur mit dem Verweis beantwortet worden sind, dass sie Gegenstand von der Gesamtüberprüfung werden sollten, kann ich ja verstehen. Die zweite Frage ist unserer Meinung nach leider nicht genügend beantwortet worden, weil sie sowohl eine politische Komponente hat, wie aber auch eine geschichtliche, wo durchaus eine Antwort nötig und möglich gewesen wäre. Aufgrund von meinen Ausführungen hoffe ich sehr, dass sich der Stadtrat schleunigst dem Thema annimmt und Verhandlungen aufnimmt, gerade jetzt, wo er es in die Legislaturziele genommen hat. Ich hätte mir vielleicht sogar gewünscht, dass er schon viel früher damit angefangen hätte und es meinen Vorstoss darum gar nicht gebraucht hätte. Für die Jugend, für unsere Zukunft. Herzlichen Dank. Besten Dank, Benjamin Waldo. Damit ist die Interpellation erledigt. Diskussion und Beschlussfassung findet, wie ich vorher bereits erläutert habe, nicht statt. Wir kommen jetzt wieder zu einem außerordentlichen Einschub in die Sitzung. Es folgt ein weiteres Traktandum, welches aus dem Projekt Engage hervorgegangen ist. In diesem Projekt haben übrigens jugendliche Parlamentsmitglieder und Verwaltungsangestellte aus dem Bereich Jugend zusammengearbeitet. Daraus ist eine Petition entstanden mit einem Anliegen, das den Jugendlichen wichtig ist. Die Petition wird nun am Stadtrat überreicht. Dürfte ich Tonik Jassalja und Samuel Rau sowie den Stadtpräsident Rudi Rüfenach auf die Bühne bitten? Geschätzte Damen und Herren, liebe Jugendliche, mein Name ist Samuel Rau und ich besuche hier das letzte Jahr des Gymnasiums an der KZU. Geschätzte Damen und Herren, liebe Jugendliche, mein Name ist Donik Lassalier und ich besuche die 3. Sekundarschule im WZKUN. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute hier stehen und die Petition Wasserrutschbahn in der Maiderwiese vorstellen können. Ursprünglich wussten wir und viele andere Jugendliche gar nicht, dass man sich als Schüler für Anliegen, die einem persönlich wichtig sind, einbringen und so auch mitbestimmen kann. Normalerweise sind es immer die Erwachsenen, die bestimmen und uns sagen, wohin es geht. Ich erläutere Ihnen nun kurz, wie es überhaupt zu dieser Petition kam und wieso das für uns ein extrem wichtiges Thema ist. In der Schule oder privat mussten bzw. konnten wir einen Online-Fragebogen, welcher auf der Internetseite engage.ch aufgeschaltet war, ausfüllen. Der Fragebogen besaß insgesamt 41 lange und zum Teil schwierig formulierte Fragen, was unserer Meinung nach viel zu viel ist. Der Zeitaufwand betrug mindestens eine Stunde. Und dementsprechend nahmen auch nicht wahnsinnig viele an der Umfrage teil. Die Fragebögen wurden durch die Organisation DSJ, Dachverband Schweizer Jugendparlamente, an die Jugendliche via Informationsflyer übermittelt und man konnte auch auf Plakaten davon lesen. Kurz gesagt ging es dabei darum, herauszufinden, was in WZKUN aus Sicht der Jugendlichen verbessern könnte, quasi ein besseres WZKUN erschaffen und vor allem den Jugendlichen eine Stimme zu geben. Neben dem Fragebogen wurde auch ein Event geplant, der am Samstag, dem 24. März 2018, am Nachmittag stattfand. Auch ein paar der hier anwesenden Politikerinnen und Politiker waren vor Ort.
An diesem Event wurden die innovativsten Wünsche und die Anliegen mit dem größten Nutzen für die Stadt Wetzikon vorgestellt. Die rund 12 teilnehmenden Jugendlichen und 10 Politiker teilten sich in 4 Gruppen auf. Unsere Gruppe beschäftigte sich mit dem Themengebiet Sport und Freizeit und bestand aus 3 Jugendlichen, darunter Donik und ich, und 3 Erwachsenen, die Sportlehrerin Miriam Eberle und die Gemeinderäte Rico Schaffner und Rolf Zimmermann waren auch dabei. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei den engagierten Erwachsenen bedanken. Ohne ihre Unterstützung und das immense Engagement wäre das hier nie zustande gekommen. In unserer Gruppe haben wir angeregt diskutiert, und was in Wetzikon eigentlich noch fehlt. Dabei kamen wir bei der Diskussion relativ schnell auf das Thema Body-Meyer-Wiese und Wasserrutschbahn. Es kann doch nicht sein, dass man als Wetziker neidisch auf die Body im Pfäffikon oder in Him will sein. In die Body-Meyer-Wiese gehört einfach eine richtige Wasserrutschbahn für Groß und Klein. Anschließend ging es darum, unsere Ideen innerhalb der Projektgruppe umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt existierten noch 4 weitere Projektgruppen, welche sich für ein bestimmtes Anliegen stark machten. Dazu zählten die Wasserrutschbahn, ein gratis WLAN für die Bevölkerung in Wetzikon, ein alternatives Trefflokal für ältere Jugendliche oder die Erhaltung der Seebadeanstalt Auslikon. Zwischenzeitlich sind nur noch 1 bis 2 Projektgruppen aktiv. Die anderen sind irgendwo versandet. Bei der Umsetzung unseres Projektes konnten wir uns auf die Erfahrungen der Parlamentarier verlassen. Die SVP-Vertreter Herr Schaffer, Herr Zimmermann und Herr Zopp haben uns dazu geraten, eine Petition zu lancieren und Unterschriften zu sammeln. Zusammen mit Frau Eberle und vielen Jugendlichen aus dem Zentrum Wallenbach haben wir insgesamt 919 Unterschriften gesammelt. Uns und den 919 Personen, welche alle in Wetzikon wohnhaft sind, die diese Petition unterschrieben haben, ist es ein großes Anliegen, dass die Body-Meyer-Wiesen eine Wasserrutschbahn erhält. Zu einer attraktiven Schwimmanlage gehört einfach eine Wasserrutschbahn. Punkt. Wir beantragen mit der Petition, dass der Stadtrat für die Planung und den Bau 300.000 Franken bewilligt, sodass wir stolz auf unsere Body und unseren Stadt Wetzikon sein können. Wir Jugendlichen wollen ernst genommen werden und auch politisch mitbestimmen. Ich bedanke mich im Namen aller Unterzeichnenden und überreiche hiermit 919 Unterschriften für Petition Wasserrutschbahn in der Body-Meyer-Wiese den Stadtpräsident Herr Jöfenhardt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Miriam Eberle, ich bin vor 19 Jahren einmal da in der Schule. Das ist schon lange seither. Dann habe ich Sport an der ETH studiert, bin dann auf Wetzikon gekommen und bin jetzt seit 14 Jahren Sportlehrerin an der SEC in Wetzikon. Dort tue ich seit vielen Jahren Schülerparlament an der SEC leiten, bin dann durch Kathi Fischer und Gabi Loi angefragt worden, ob ich möchte gerne in der Partizipationsgruppe für Jugendliche sein. Das wäre dann der Jugendrat von Linus Vivian. Haben wir dann so ein bisschen vorbereitet und eben den Engage-Event mit dem Dach, mit der Organisation vom Dach, also mit dem Schweizer DSJ heisst es, Dachorganisation Schweizer Jugendparlament, haben wir miteinander zusammengeschafft und den Jugendlichen angefragt, wie sie schön erzählt haben, was wollen der andere in Wetzikon. Und wie auch der Tonik schön gesagt hat und der Samuel, eben die Wasserrutschbahn, die ist einfach für die Jugendlichen sehr wichtig. Wir haben uns dann sehr stark gemacht für die Jugendlichen, haben Treffen vereinbart
und haben dann auch mit der Kathi Fischer, mit dem Philipp Zopp, mit dem Rico Schaffer, haben wir versucht, einfach irgendwie dann eine Petition zu machen. Wir haben nicht gewusst, zuerst am Anfang ist es eine Petition oder eine Motion. Das ist ja noch schwierig, das ist nicht so einfach. Und dann haben wir die dann einmal geschrieben, haben die dann auch wieder der Kathi Fischer und dem Parlament, einige einfach, die da dabei gewesen sind, weitergereicht, um zu schauen, dass auch juristisch alles stimmt. Und wir wären jetzt sehr dankbar, wenn die Jugendlichen ernst genommen werden und sie auch mitbestimmen können, dass das nicht einfach ein Luftschiff bleibt. Das wäre für mich vor allem sehr wichtig, wenn wir jetzt wirklich ein Jahr daran gearbeitet haben. Ich möchte mich wirklich insbesondere ganz herzlich bei der Kathi Fischer bedanken, beim Jürg Schuller, bei unserer Schulleitung, Sekzentrum, wo uns die Möglichkeit gegeben hat, die Online-Fragebögen während dem Schulunterricht auszufüllen. Das war sehr schwierig. Mit einer Klasse haben wir bis zu 2 Stunden gehabt und es hätten eigentlich wirklich nur 3 Fragen gereicht. Also ich habe das auch dann so weitergeleitet. Und darum bitte, liebes Parlament, unterstützt die Jugendlichen und zeigt, dass es wichtig ist, was die Jugendlichen denken und was für Anliegen das sie haben. Und sie haben sich wirklich auch eingesetzt. Also sie haben nicht nur konsumiert, sie haben geschafft für das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Jugendliche so engagiert, wie wir das jetzt gehört haben, in so einem Prozess in 900 Unterschriften zusammenbringen, ist das eine enorme Anzahl von Unterschriften. Da weiss ich, ganz sicher ist das Energie, Zeit und Herzblut, die ihr investiert habt. Wir im Stadtrat werden das gerne jetzt mitnehmen, sehr gut prüfen. Wenn es dann darum geht, zu entscheiden, ob es kommt oder nicht, dann müsst ihr nachher das Parlament melden, weil am Schluss des Tages liegt es in der Kompetenz des Parlaments, die 300'000 Franken zu sprechen. Wir tun das aber gerne wohlwollend prüfen. Und ich bin stolz auf euch, dass ihr euch so lange mit dem beschäftigt habt, dass das da zustande gekommen ist. Danke vielmals. Besten Dank an Donik Viassalia, Samuel Rau, Miriam Eberle und am Stadtpräsidenten Rudi Rüfenach. Die jetzt politisch genau zugelassen haben, die haben nämlich schon etwas verstanden. Der Stadtrat Rudi Rüfenach will das Geschäft ins Parlament bringen. Das heisst, implizit hat er eigentlich schon gesagt, er fände es gut. Aber wie man das Geschäft jetzt weiterverfolgt, wird sehr spannend sein, ein Teil eines politischen Prozesses in Wetzikon. Das heisst, es funktioniert so, der Stadtrat, wenn er es gut findet, muss das Geschäft ausarbeiten, weil der Kredit von 300'000 im Befugnis vom Parlament ist, wird das Geschäft müssen uns quasi im Parlament vorlegen. Dann geht es in eine beratende Kommission, wie ihr gesehen, die eine von diesen 3, und dann wird es von dieser beratenden Kommission ins Parlament gehen. Und dann wird das Parlament über den Kredit entscheiden. Also ganz ein spannender Fall, politisch, wie geht es weiter, wie lange geht es? Und ich weiss jetzt nicht, der Rudi Rüfenach, wie er sich und mit dem Stadtrat zusammen wird verhalten und ob das Geschäft wirklich demnächst kommt. Besten Dank auf jeden Fall für die ganz spannende Ausführung und auch für eure Leistung und für eure Arbeit, vor allem Jugendlichen. Gut, wir kommen zum Traktandum 6. Das ist eigentlich wieder ein außerordentlicher Einschub in unsere Sitzung. Das nächste Traktandum ist zusammen mit KZO-Schülerinnen und Schülern ausgearbeitet worden. Es handelt sich da um ein Postulat betreffend Jobbörse für Nebenjobs von Stefan Lenz, FDP, vom 27. Februar 2019. Auch das Traktandum wird durch einen Kanti-Schüler begründet. Die offiziell von der Geschäftsordnung geforderte Begründung ist schriftlich eingereicht worden. Dürfte ich den Linus Vivian auf Bühne respektive ans Mikrofon bitten? Genau, also es ist eben mir, also wenn ich von mir schwätze, es ist mit dem Aaron, wir gehen zusammen in Klasse C5C und wir haben uns eben mit dem Herrn Lenz oder mit dem Stefan getroffen gehabt und haben uns überlegt, was könnte man für die Jugendlichen machen. Und ja, es klingt jetzt eigentlich ähnlich wie das Jugendparlament, aber das haben wir dort noch nicht so gehabt. Unsere Idee war, es gibt ja Wetzi-Jobs. Und der Aaron und ich, wir sind 17 respektive 18.
Und wir haben uns überlegt, so, jetzt sind wir langsam fertig mit der Schule, es wäre doch mal cool, eigenes Geld zu verdienen. Und das jetzt vielleicht nicht mit irgendwie Kaffee machen oder Sachen kopieren, so Nebenjobs oder so. Und dann haben wir gedacht, ein Nebenjob wäre doch eine coole Idee. Und haben dann eigentlich mit ihm, also mit dem Stefan, haben wir dann überlegt, was könnte man da machen. Und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass der Stadtrat eben könnte prüfen, ob es da würde, ob man da irgendetwas könnte machen. Genau, die Vorteile wären natürlich, also und jetzt, was unsere Idee ist, Entschuldigung, die Idee wäre eben, dass es irgendwie ein zentrales Register gibt, wo sich Schüler oder alle Leute können melden können, die gerne einen Nebenjob würden haben. Der Vorteil von dem ist, dass man sicher mal schon mal weiss, hey, dort wird mir zugelassen oder dort bekomme ich eine Antwort. Das andere wäre auch, man würde schon mal erste Erfahrungen sammeln und es ist sicher ein guter Einstieg in die Arbeitswelt, wenn man schon vorweisen kann, dass man während der Schule, während dem Gymi, während dem Studium schon gearbeitet hat. Augäbig ist, wenn das die Stadt Wetzikon würde machen, dass das Wissen oder dass die Leute, dass die Arbeitsplätze und so weiter, dass das alles in der Region bleibt und dass wir nicht irgendwie von Wetzikon auf Zürich arbeiten oder so. Danke vielmals. Besten Dank, Linus Vivian. Das Postulat geht jetzt an den Stadtrat zur Stellungnahme. Dafür hat er 2 Monate Zeit. Anschliessend entscheidet das Parlament, ob das Postulat überwiesen wird und damit das Anliegen weiterverfolgt wird. Wir kommen zum Traktandum 7. Es ist jetzt die Beratung der Motion von Christoph Wachter, SP, zu natürlichen Schattenspender gegen die Sommerhitze. Der Christoph Wachter hat das Anliegen mittels Motion am 25. November 2018 eingebracht. Der Stadtrat hat 2 Monate Zeit gehabt, um dazu Stellung zu nehmen. Er beantragt in seiner Stellungnahme vom 6. Februar 2019 die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Bei der Überweisung vom Postulat müsste der Stadtrat Massnahmen prüfen. Bei der Überweisung der Motion müsste er jedoch konkrete Massnahmen, die gefordert sind, ergreifen. Das Parlament hat nach dieser Diskussion zu entscheiden, ob die Motion oder eben das Postulat überwiesen wird. Tut das Parlament den Vorstoss nicht überweisen, so ist der Vorstoss erledigt. Ich bitte jetzt die Referentin vom Stadtrat, Susanne Sieber, ans Mikrofon. Geschätzte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, vor allem aber heute natürlich geschätzte Gäste und geschätzte Schülerinnen und Schüler. Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie vielleicht in den letzten paar Tagen noch ein paar andere interessante Sachen zu lesen haben und nicht die ganzen Akten vom Parlament schon durchstudiert haben. Darum gehe ich etwas ausführlicher auf den Vorstoss ein. Er hat nämlich interessante Aspekte. Es geht einerseits um einen Inhalt. Bäume, man möchte Bäume, man möchte mehr Bäume und man möchte grössere Bäume in Wetzikon. Und es geht um der anderen Seite um die Form. Mehr Bäume in Wetzikon, grössere Bäume in Wetzikon, ich glaube, da kann man nicht wirklich dagegen sein. Oder sehen Sie das anders? Eben, habe ich gedacht. Der Stadtrat sieht das auch nicht anders. Darum ist er der Meinung, dass man an dem Thema Bäume, grössere Bäume, mehr Grün in Wetzikon wirklich muss schaffen. Die Motion, der parlamentarische Vorstoss, der vorliegt, da geht es darum, Bäume in Verdichtungsgebiet zu machen. Ich weiss nicht, ob Sie genau wissen, was ein Verdichtungsgebiet ist. Wie viele von Ihnen wohnen in einem Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Reihe Einfamilienhaus? Strecken Sie einfach mal schnell auf. Gut, ja, danke. Wie viel von gut habe ich gesehen, also soweit ich das da gesehen habe, ich gesehen, viel sind das. Wie viele von Ihnen wohnen in einem Block, wo, sagen wir mal, maximal 4 Stück hat? Ja, sind auch noch ein paar. Und wie viele von Ihnen wohnen in einem Block, wo zum Beispiel 7 Stück hat? Ja, die kann man auch in einer Hand abzählen. Verdichtung heisst, wir haben Gebiete in Wetzikon, wo Blöcke mit 7 Stück gebaut werden können, relativ dicht aufeinander. Das sind vor allem die Gebiete um den Bahnhof herum. Also Mattacher, das ist dort, wo der Silo steht, an der Rapperschwiler Strasse zum Beispiel.
Das sind Verdichtungsgebiete. Und da, jetzt haben Sie eine Vorstellung, was Dichte heisst. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Zug auf Zürich fahren, fahren Sie auch an so Gebiete, also verdichtete Gebiete vorbei. Vor allem so gegen Dübendorf, Wallisellen, schauen Sie mal raus. Jetzt geht es darum, zu sagen, man möchte vor allem in diesen Gebieten, wo neu werden, gebaut werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, mehr Bäume haben und sicherstellen, dass es mehr Bäume, grosse Bäume, mehr Grün hat. Und das ist ein Anliegen, das der Stadtrat unterstützt. Jetzt kommen wir zu der Form. Oh. Wir kommen jetzt dann gerade zu der Form nochmal. Ja, genau. Das, was der Herr Wachter und Mitunterzeichnerin und Mitunterzeichner eingereicht haben, ist eine Motion. Sie sehen das zuoberst im obersten Ecke von diesem Strahl. Motion bedeutet, stellt der Antrag, der Stadtrat müsste einen Antrag vorlegen zum Bau- und Zonenordnung von Wetzikon entsprechend abändern. Bau- und Zonenordnung, das ist wie so das Fundament zum Bauen in Wetzikon. Da sind Dichten drin, da sind verschiedene Quartiere drin, was man dort verlangt. Gehen Sie doch mal auf die Homepage, dann können Sie das anschauen. Einmal ist Bau- und Zonenordnung ein Dokument, wo, wenn ich Sie zum Beispiel, wo ja alle nicht verdichtet so wohnen, aber wenn ich Sie zum Beispiel mit ihren Eltern überlegen, ob sie auf ihrem Einfamilienhausgrundstück vielleicht mal ein Doppel-Einfamilienhaus machen wollen oder ob sie den Dachstock ausbauen vielleicht einmal zu einer Einzimmerwohnung oder was auch immer, dann nehmen sie eben die Bau- und Zonenordnung, also das Fundament, auf der Homepage und schauen das an und dann sehen sie dort drin, was sie etwa könnten machen, dort wo sie wohnen und ob das in Frage käme, ihre Idee, ob sie die könnten verwirklichen oder nicht. Das Fundament vom Bauen in Wetzikon, das ist, haben wir 2014 revidiert und hat ein breites Spektrum von Regelungen drin. Und jetzt geht es darum, dass wir der Meinung sind, erstens, so eine wichtige Rechtsgrundlage sollte man nicht für diese Änderung ändern dieses Jahr und für diese Abänderung ändern das nächste Jahr und so weiter, sondern man sollte sie eine gewisse Zeit stehen lassen. Und darum möchten wir das Anliegen von diesen Bäumen und dieser Begrünung anderweitig angehen. Das Problem, das wir nämlich haben heute in der Bau- und Zonenordnung ist, dass man irgendwann einmal gesagt hat, Parkplätze sollen eigentlich alle unter Boden. Das heisst, wir möchten nicht, dass die ganzen Quartiere vorgestellt sind mit Parkplätzen oben rein, sondern sie sollen in die Tiefgarage. Das ist einmal spontan wirklich eine ganz gute Idee. Jetzt merkt man aber, dass ein Baum eben nicht nur oben raus schön und gross ist, sondern ein Baum, der oben raus schön und gross ist, der braucht unten dran Wurzeln. Und für die Wurzeln braucht er Erde. Und zwar nicht einfach ein Humusschichtchen über einer Tiefgarage, sondern etwas mehr. Das heisst, wir müssen, wenn wir die Bau- und Zonenordnung revidieren, werden wir das als Einsaligen aufnehmen, wie viele andere auch noch, und wir werden wieder politisch diskutieren, was wir dann wie wirklich werden regeln. Was machen wir konkret dann zum Beispiel bei diesen Bäumen, wenn wir es nicht als Motion, sondern als Postulat entgegennehmen? In einem Postulat können wir sagen, was wir heute schon machen und was unsere Pläne sind, um diese Bäume, die Begrünung in Wetzikon zu fördern. Ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel. Das Beispiel ist zum Beispiel. Also, Rapperswiler Straße sagt Ihnen etwas, ist da ganz in der Nähe, da unten, oder? Da müssen Sie jeden Tag drüber reden. Haben wir uns auch einen Spass gemacht, als ich noch da in der Schule war, wie lange wir den Verkehr stauen können. Aber das tun wir jetzt ausblenden. Also, an der Rapperswiler Straße hat man einmal eine Baumallee geplant. Also das heisst, auf ihrer Seite, sage ich jetzt mal, da wo sie heute durchlaufen, dort war eine Baumallee geplant. Und die Baumallee ist, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie es ist sang- und klanglos gestorben. Irgendwann hat es sie einfach auf den Plan nicht mehr gegeben. Und die Gemeinde und der Kanton haben miteinander darüber gestritten, was genau passiert ist.
Das wissen wir nicht, was genau passiert ist. Aber wir haben jetzt in der Planung zum Beispiel so weit, dass man sagen könnte, die Bäume dort, die werden wieder kommen. Das war eine Riesenarbeit mit dem Kanton zusammen. Das war eine Riesenarbeit mit den Eigentümerinnen und Eigentümern zusammen. Und ich kann heute sagen, wir werden das wieder anbringen, dass es dort Bäume gibt. Wir haben seit etwa anderthalb Jahren bei jedem Entwicklungsprojekt in Wetzikon gesagt, der Aussenraum, das ist nicht mehr einfach ein Bänkchen und, ich weiss nicht, wie die ganz schmalen Bäume heissen, Pappeln. Das ist nicht einfach ein Bänkchen und ein Pappeln nebendran und ein Busch. Ein Aussenraum ist etwas, wo wir sehen wollen, wie dort Leute, junge, ältere, einfach Leute, sie könnten wohlfühlen, wie es einen Raum könnte geben, wo die Leute dort gerne sind. Und darum werden wir an dem arbeiten, wir möchten es aber als Postulat entgegennehmen, sodass wir zeigen können, was wir machen und in den Mitteln weiterarbeiten, wo wir nicht jetzt müssen, das Fundament, das wir haben, mit dieser Bau- und Zonenordnung ändern, für einen einzelnen Punkt da und für einen einzelnen Punkt dort. Darum ist es eine formale Sache. Ich hoffe, Sie hätten es ein bisschen verstehen können. Besten Dank, Susanne Sieber. Jetzt hat der erste Unterzeichnende, Christoph Wach, das Wort. Geschätzte Mitglieder vom Stadtrat, liebes junges Publikum im Saal, die Älteren sind heute einmal mitgemeint, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rücken, die Situation ist ein bisschen schwierig da, weil das ist wie wenn der Lehrer an der Wandtafel redet, dann wüsstet ihr, was die da hinten machen. Wenn Sie sich an einem heißen Sommertag für ein Glas oder ein Bier in ein schattiges Restaurant zurückziehen und die Wahl haben, ob der Terrasse unter Storen oder in einem lauschigen Garten unter den Platanen, dann werden vermutlich die meisten in den lauschigen Garten ziehen. Sie fühlen sich dort wohler, die Luft ist frischer, das Klima und damit der Aufenthalt angenehmer. Das liegt im wahrsten Sinn vom Wort in der Natur der Sache, nämlich wegen der Verdunstungskälte der Bäume. Bäume sind natürliche Klimaanlagen, Luftfilter und Sauerstoffproduzenten in einem. Da übrigens im Aussenbereich vom Foyer kann man das ja jeden Sommertag beispielhaft erleben. Wenn auch ohne Bier und Glasse. Aber genau darum geht es jetzt bei dieser Motion. Ich möchte zuerst Susanne Sieber herzlich danken für die Ausführungen. Ich meine, der Stadtrat hat Sinn und Zweck von dieser Motion erkannt. Wie könnte sonst die Forderung nach breitkronigen Bäumen und unversiegeltem und unterirdisch nicht verbautem Boden, wo die Bäume eben bedüngen, wie das vorhin dargelegt worden ist, ernsthaft gutheissen? Und er geht sogar, und das ist mir noch wichtiger, auch einen Schritt weiter und überlegt sich, wie die Forderungen erfüllt können werden. Ehrlich gesagt, ich und meine Mitunterzeichnenden sehen eigentlich lieber, dass das Ansinnen heute umgesetzt würde und nicht morgen. Aber in der Politik malen ja bekanntlich Mühlen langsam. Liebes junges Publikum, ich weiss, das widerspricht vor allem auch Ihrem Gestaltungswillen. Das sage ich als Lehrer an einer Berufsfachschule. Ihre Ungeduld ist eigentlich ja der Pfeffer in der Politik. Und ich finde es immer gut, wenn Sie sich äußern, engagieren Sie sich, tun Sie etwas, nur Schweigen bringt nichts. Zurück zu der Motion. Die Klärung von offenen rechtlichen Fragen braucht Zeit. Darum schlägt der Stadtrat ja die Umwandlung in das Postulat vor. Das macht Sinn. Ich hoffe aber, er verliert aufgrund von dieser neuen Zeitreserve nicht eben genau das Ziel aus den Augen. Aber wir vertrauen das mal den Aussagen vom Stadtrat gern und werden seine Bestrebungen diesbezüglich wachsam begleiten. Ein zweiter Grund, warum ich dieser Umwandlung gerne zustimme, ist ein ausführliches Gespräch, das ich mit Michael Charpier und Thomas Gerber, unseren Planungsfachleuten in der Verwaltung, führen. Sie begrüßen aus planerischer Sicht die Stossrichtung der Motion ausdrücklich. Sie haben mir aber auch plausibel darlegen, dass Sie das Thema lieber im grösseren Rahmen, im Sinne einer umfassenden Regelung für Freiraumflächen, angehen. 9 Monate Koordinationsspielraum seien für diese Lösung einfach zu wenig.
zusätzlichen Aufwand generieren wir ja damit wenig, statt durch eine Revision von der Bau- und Zonenordnung an. Und die muss alles spätestens im Jahr 2025 erfolgt sein. Jetzt kommt natürlich das grosse Aber. 6 Jahre sind eine lange Zeit. Das Thema ist hochaktuell und müsste eigentlich schon heute bei sämtlichen neuen Bauvorhaben eingebracht und möglichst umweltfreundlich umgesetzt werden. Aber leider die gesetzliche Grundlage fehlt. In diesem Sinne ist der Entscheid, mit der Umwandlung der Motion in ein Postulat eine breit abgestützte Lösung zu ermöglichen, sinnvoll und zweckmässig. Es ist ein Schritt zu einer klimatisch verträglicheren Stadtgestaltung. Ich bin damit einverstanden, die Motion in ein Postulat umzuwandeln und hoffe, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen hier auf der Bühne den Entscheid mittragen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank, Christoph Wachter. Er als Motionär hat somit der Umwandlung von der Motion in ein Postulat zugestimmt. Somit reden wir jetzt weiter von einem Postulat. Wünscht aus dem Rat jemand das Wort? Jawohl, Esther Schlatter. Guten Abend miteinander, geschätzte Anwesende. Ich freue mich, dass wir an diesem Traktandum doch noch ein bisschen lebendigere Politik sehen und Ihnen können auch zeigen. Und es ist so für mich ein bisschen typisch. Wir sind einmal mehr kurz vor der Wahl. Und vor der Wahl ist immer dann, wenn alle für alles sind, was gut tönt, wie Bäume, kann man ja nicht dagegen sein. Und nach der Wahl ist dann, wenn je nachdem eben nichts passiert oder wo vielleicht voran so versprochen worden ist. Ich bin darum nicht sehr glücklich mit der Antwort vom Stadtrat. Ich will auch einen speziellen Satz rausnehmen. Vielleicht können wir ein bisschen runterscrollen, bitte, auf Seite 2, dort, wo der Stadtrat die Erwägung bringt. Genau, da. Wir haben hier im im untersten Absatz heisst es eben, dass der Stadtrat das grundsätzlich gut heisst. Und dann kommt ein Satz. Es ist bereits heute ein Ziel der Stadtplanung, in den laufenden Planungsprozessen unversiegelte, also nicht teerte und nicht unterbaute Grünräume zu fordern, im Bewusstsein, ob der Wichtigkeit solcher Grünzonen im dichter werdenden Siedlungsgebiet. Der Satz tönt beim schnellen Durchlesen zuerst mal positiv, aber wenn man mal genauer liest, dann verschreckt man vielleicht. Der Stadtrat hat nämlich heute schon das Ziel, unversiegelte Grünräume zu fordern. Also unteerte Grünräume. Sprich, der Stadtrat wird schon heute quasi weisse Schimmel. Bisher hat man offensichtlich eher auf versiegelte Grünräume gesetzt. Aber ob jetzt das tatsächlich ernst gemeint ist, was ich jetzt mal nicht hoffe, oder ob das vielleicht auch nur ein freudscher Versprecher ist. Tatsache ist, wenn man durch die Stadt Wetzikon geht, dann haben wir den Eindruck, als ob bei jedem Neubau jeder freie Quadratmeter schnellstmöglichst zugepflastert werden müsste. Und das zeigt, wie die Stadt und der Stadtrat tatsächlich handeln. Es ist darum zu befürchten, dass die Antwort vom Stadtrat so scheinbar positiv sie auf den ersten Blick wirkt, vermutlich genau das Gegenteil ist. Einerseits, weil ein klares Bekenntnis zu mehr grünen und freien Flächen ganz anders durchtönen. Andererseits, weil wir schon mal bei der Umwandlung von einer Motion, nämlich Tempo 30 Schillerstrasse, in ein Postulat gesehen haben, wie der Stadtrat mit Aufträgen vom Parlament in Form von einem Postulat umgeht. Und aber vor allem darum, weil wir laufend an neuen Projekten sehen, was für eine Missachtung der Stadtrat bzw. die Baukommission unter Leitung von Susanne Sieber dem Thema Grün und Freiraum zukommen lässt. Das neueste Beispiel dazu ist die Überbauung Hirschwiese, das ist direkt hinter dem Stadthaus. Die Überbauung befindet sich im Gestaltungsplangebiet und dort hat es Vorschriften, Ziele sind dort definiert worden und die sind verbindlich für die Behörden, die man hätte erreichen müssen. Eines davon heisst, qualitativ hochstehende öffentliche und private Freiräume, die gut mit den Straßenräumen zusammenwirken.
Wer mal rund um die neu erstellten Gebäude läuft, findet vor allem eins: zugepflasterte, also versiegelte Flächen. Wo in anderen Siedlungen Grünflächen durch Wege unterbrochen werden, werden in dieser Überbauung die Heerflächen durch wenig eingerahmte Grün- oder Kiesflächen unterbrochen. Qualitativ hochstehend ist definitiv etwas anderes. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir sowohl bezüglich Lebensqualität wie auch im Hinblick auf die Herausforderungen des Klimawandels brauchen. Nicht tönende Lippenbekenntnisse zum Thema Stadtplanung haben wir vom Stadtrat schon mehr als genug gehört. Der Tatbeweis, der fehlt aber auch weiterhin. Und da möchte ich etwas ganz Wichtiges betonen, und ich bin ein bisschen schade, Christoph, dass du das nicht auch schon erwähnt hast. Der Stadtrat und die Baukommission haben heute schon wesentliche Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Es ist nicht so, dass der Stadtrat unbedingt in der BZ eine Vorschrift braucht, man muss Bäume pflanzen. Der Stadtrat der Baukommission hat die Möglichkeit, mit Leitfäden, wo sie sagt, diese Sachen sind uns wichtig, kann sie Einfluss nehmen auf die Planungen, auf die Architekten und auch in die Beratungen. So eine Baubewilligung, das gibt immer Gespräche zwischen den Baubehörden oder beziehungsweise der Verwaltung und den Architekten und Planern, wo man schaut, was ist möglich aufgrund der Vorschriften und aber auch, wo die Stadt einen gewissen Spielraum hat, wo sie sagen kann, mal das ist uns wichtig und das ist doch wichtig, tun sie auch dort nachher verbessern, tun sie da noch verbessern. Also ein Leitfaden für Grünraumplanung, wo man eben würde sagen, uns ist wichtig, dass wir Bäume haben, dass wir einheimische Bäume haben, dass man eben nicht so viel versiegelt, weil es zu heiß wird im Sommer, weil das Wasser nicht gut kann abfließen, die Themen, die im Klimawandel akut werden, das könnte man machen. Das haben ganz viele andere Orte und Städte haben das schon längstens. Witziger hat das nicht. Die Prüfung der Motion lässt dem Stadtrat jetzt Zeit, weiterhin untätig zu sein. Wie die Antworten ihm zeigen und die bereits erwähnten Vorschläge, bitte zum Schluss. Muss man leider heute schon erahnen, dass der Stadtrat dann wohl schlussendlich einmal mehr außerstand ist, Vorschriften zu erlassen. Dass er die Möglichkeit aber schon heute hat, erwähnt er nicht. Schade. Wir möchten gerne Taten sehen anstatt Worte, auch nach den Wahlen. Danke. Besten Dank, Esther Schlatter. Jawohl, wer war zuerst? Dominik, glaube ich. Susan, Entschuldigung. Ja, Susan, bitte, ja, Susan, ist gut. Susan Sieber, Stadträtin. Geschätzte Damen und Herren, es ist natürlich ein bisschen schwierig für Sie, mit so pauschalen Vorwürfen irgendwie zu Rand zu kommen. Ich schlage doch einfach vor, wenn Sie sich interessieren dafür, was in der Stadtplanung gemacht wird, dann kommen Sie vorbei. Ich bin sehr gern bereit und auch unser Stadtplaner ist bereit, Ihnen detailliert aufzuzeigen, wo was gemacht wird. susanne.sieber@wzkon.ch. Danke. Dominik Scheibel bitte und nachher Timotheus Bruderer. Guten Abend miteinander. Die Fraktion EVP, CVP, BDP steht einstimmig hinter dem Antrag vom Stadtrat, die Motion Schattenspender in ein Postulat umzuwandeln. Damit können ein paar rechtliche Aspekte noch genauer definiert werden und das Thema kann hinsichtlich der bevorstehenden BZ-Revision fundiert ausgearbeitet werden. Wir vertrauen darauf, dass der Stadtrat das wichtige Anliegen gebührend berücksichtigt wird und bereits jetzt auch schon einflüssen lassen wird ins Handeln. Ich persönlich als Mitunterzeichner von dieser Motion Schattenspender würde mich sehr freuen, wenn die Motion respektive jetzt das Postulat Grundlage könnte legen für eine klimaverträgliche Stadtentwicklung. Bäume haben wir zwar im Moment nur einige in der Stadt, die stehen aber zum grossen Teil auf privaten Grundstücken und auf denen ist das maximale Bauvolumen gemäss der heutigen BZO eben noch nicht ausgeschöpft. Die Entwicklungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass praktisch bei jedem Bauvorhaben die Bäume und Büsche entfernt werden, Baumasse und Bodenversiegelung massiv zunimmt und das Grünvolumen von der Neubepflanzung gegenüber dem vorigen Zustand massiv reduziert ist.
Wer Klimaprognosen bezüglich Temperaturen für die nächsten Jahrzehnte anschaut und dabei berücksichtigt, dass ein Baum sicher etwa 40 Jahre braucht, um ein relevantes Volumen zu erreichen, dem sollte klar werden, dass wir heute Bäume pflanzen müssen, die wir dann in 40 und mehr Jahren dringend brauchen werden. Nur wenn alle Grundeigentümer einen fairen Beitrag dazu leisten, kann Wetzikon als Wohnort bestehen bleiben, wo man auch in 45 Jahren noch angenehm kann wohnen kann. Dabei soll nicht vergessen werden, dass Temperaturen im Sommer bereits heute an der Grenze der Verträglichkeit sind. Menschen wie ich, die gerne Wärme haben, ist das eine Wohltat. Aber für die Schwächsten in der Gesellschaft, Kinder, kranke Menschen, Senioren, die leiden bereits heute darunter. Diesen Personengruppen und den Bäumen, denen müssen wir Sorge tragen. Und noch zum Schluss, in 40 Jahren, wenn die Bäume dann oben sind, bin ich auch Senior. Besten Dank, Dominik Seidler. Timotheus Bruderer, bitte. Ja, von meiner Seite guten Abend, geschätzte Anwesende. Ich kann es kurz fassen und mich auch auf meinen Vorredner anschliessen. Wir von der SVP-Fraktion, wir unterstützen auch den Antrag vom Stadtrat. Wir sind auch der Meinung, dass es gut ist, wenn man den Inhalt und den Sachverhalt der Motion eingehender überprüfen tut. Und darum möchten wir auch das Parlament dazu auffordern, dass auch sie dem Antrag vom Stadtrat folgen tun. Eben, dass wir die Motion in ein Postulat umwandeln tun. Und noch als Schlussbemerkung, eine Motion in ein Postulat umzuwandeln, respektive ein Postulat dem Stadtrat einzureichen, bedeutet nicht, dass der Stadtrat dann untätig ist. Und wenn ihr möchtet wissen, was für Arbeit dahinter einem Postulat liegt, dann eben folgt dem Aufruf und geht vorbei, euch gut erkundigen. Besten Dank. Besten Dank, Timotheus Bruder, jetzt André Liskasis. Guten Abend miteinander, geschätzte Jugendliche, sehr verehrter Stadtrat, liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Die Forderung nach einer stadtklimawirksamen Begrünung im Verdichtungsgebiet ist nicht neu und grundsätzlich auch zu begrüßen. Verdichtung heisst aber letztlich, dass man eben genau in den eingezäunten Gebieten eben mehr drauf baut, damit man eben nicht Grünflächen, die noch frei sind, weiter mit Bauten zuklöftern. Wir von der FDP-Fraktion stimmen während der Überweisung von dem jetzigen Postulat nicht zustimmen. Warum? Bereits heute setzt sich die Stadtplanung, das haben wir schon gehört, in laufenden Planungsprozess dafür ein, dass unversiegelte und eben nicht unterbaute Grünräume in der Planung enthalten sein müssen. Das ist ein Ansatz, den wir als sinnvoll empfinden und auch Gelegenheit bietet für kreative Lösungen. Wir unterstützen das. Glauben Sie mir, viele Investoren haben es bereits verstanden, dass ein attraktiver Wohnraum nämlich nicht nur in den vier Wänden stattfindet, sondern auch in der Umgebungsgestaltung. Überbauungen müssen heute das ganze Paket attraktiv sein, weil sie lohnt sich sonst weder vermieten noch verkaufen. Niemand von uns möchte in einer Ghetto-Siedlung wohnen, ohne Bäume, ohne Weg, ohne gutes Klima für den Aufenthalt. Wetzikon, und da gehe ich mit meinen Vorrednern zum Teil überhaupt nicht einig, von Wetzikon aus, wer es kennt und auch schon zu Fuß unterwegs war, merkt, dass man von jedem Standort in Wetzikon in ganz wenigen Gehminuten sehr schnell im Naherholungsgebiet ist, wo immer man sich befindet in Wetzikon. Die Forderung von Christoph Wachter, das Anliegen in die Bau- und Zonenordnung zu verankern, ist nicht der richtige Weg. Es ist aus unserer Sicht ein ganz starker Eingriff ins Eigentumsrecht. Und es führt zu einer Überregulierung. Es kann nämlich auch zu unsinnigen Gestaltungssituationen kommen, wo man dann einen Baum pflanzen muss, wo es gar keinen braucht. Und es verhindert kreative Lösungen in der Gestaltung.
Zudem prallt da auch das öffentliche Recht mit dem Privatrecht zusammen, was nicht zu unerheblichen Problemen führen kann. Verdichtungsgebiete sind in der Regel Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht. Und dort ist es Vorschrift oder üblich, dass man Grünraumkonzepte eben muss erstellen. Und da vertraue ich ganz klar auf Susanne Sieber, dass sie das auch entsprechend wahrnehmen. Im Artikel 4 und 5 der BZO hat es heute schon genügend allgemeine und spezifische Anforderungen an Gestaltung ausgeführt. Da braucht es keine weiteren Restriktionen. Jeder von uns, der schon mal gebaut hat, weiss nämlich, dass schon heute mit dieser Regulationsdichtung viele auch sinnvolle bauliche Wünsche nicht mehr realisiert werden können. Ausnahmebewilligungen sind nämlich in diesem Zusammenhang auch nicht erwünscht, weil die sind rekursanfällig und darum auch nicht zielführend. Der gesunde Menschenverstand verschwindet aufgrund dieser Regulationsdichtung zusehends. Ist es denn eigentlich das, was wir wollen? Nein, sicher nicht. Darum bitten wir Sie, oder respektive die Fraktion der FDP, dass wir das Postulat nicht überweisen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank, Sandra Elis-Gasis. Jetzt Biggi Obrist, bitte. Geschätzte Anwesende auf der Bühne und im Publikum. Sandra Elis-Gasis-Strich macht mir fast ein bisschen Strich durch Rechnung. Ich habe mir jetzt all das genau aufgeschrieben, was sie jetzt gesagt hat. Das ist, ich bin insofern eigentlich noch dankbar. Ziehen Sie sich jetzt da von der FDP, von den Liberalen, nicht einfach das grüne Mäntel von der Frau Gösel an, sondern bleiben ehrlich. Es ist tatsächlich so, und das ist das, was ich ausführen wollte, dass man muss, dass das eine jetzt ist, das Postulat dem Stadtrat zu geben und das zu überweisen und dass die dann arbeiten. Dass dann das aber, wenn das zurückkommt, das Postulat in das Parlament mit einem konkreten Artikel in der BZO, es dann höchstwahrscheinlich wird heissen, das ist ein Eingriff ins Eigentum, das können wir nicht unterstützen. Wir wollen freie Fahrt zum Bauen, möglichst viel anklotzen, den Investoren ihres Kessel ist wichtiger, als dass wir eine Klimazukunft haben, die lebbar ist. Wir wissen alle, wir haben die Diskussion mitbekommen, was die Klimaapostel, die linken Klimaapostel anbelangt. Es ist so, dass die linken Klimaapostel in diesem Rat, in diesem Parlament eine Minderheit haben von knapp einem Drittel Stimmen. Wenn dann die SVP nachher den klaren Gesetzesartikel sieht, wird sie das auch nicht mehr lässig finden, so wie sie jetzt das unterstützt. Es ist damit zu rechnen, dass überhaupt nichts sich wird ändern in der Frage von Christoph Wachter, die aufgestellt und aufgeworfen worden ist jetzt mit dem Baumvorstoss. Es wäre eigentlich eine gute Sache, eine vorzügliche sogar. Es heisst aber noch lange nicht, dass das am Schluss irgendetwas von dem, was jetzt da überwiesen wird, umgesetzt wird. Im Gegenteil, werden in der Zwischenzeit, bis dann da tatsächlich überhaupt schon mal nur ein Antrag an das Parlament kommt, der sowieso wieder abgelehnt werden wird, werden weiterhin Bäume vor allem gefällt. Das ist unsere Realität, die wir da haben in diesem Witzigen, in dieser Politik. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Danke, Biggi Obrist. Jetzt Christine Walter, bitte. Guten Abend miteinander. Die Grünen unterstützen die Überweisung von dem Vorschlag von Christoph Wachter. Auch wir finden es unabdingbar, dass die BZO, also die Bau- und Zonenordnung, revidiert werden sollte. Aber wenn der Stadtrat schon sagt, er sei für mehr Grünräume, dann erwarten wir, dass er jetzt als erstes auch vorwärts macht mit dem Grünraumkonzept, das er uns versprochen hat. So lange auf das Grünraumkonzept warten wie auf den neuen Bushof, wollen wir nicht. Und das Grünraumkonzept sollte dann nachher auch eine Grundlage bilden für die Revision dieser Bau- und Zonenordnung.
Meine Vorredner haben schon geredet von einem abschreckenden Beispiel. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren hat das Parlament den Stadtrat gefragt, wie denn die Umgebungsgestaltung bei den Hirschwiesen, also dort zwischen Migros und Stadthaus, wie das aussehen bei diesen Neubauten. Und der Stadtrat, notabene praktisch in der gleichen Zusammensetzung wie heute, hat gesagt, ja, das gibt eine super Umgebungsgestaltung. Und was haben wir? Teer, 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 Teer und nochmal Teer. Ja, danke vielmals. Es wird immer noch heißer in dieser Stadt. Der Dominik Schäbel hat schon gesagt, die älteren Leute und die kleinen Kinder leiden immer noch mehr darunter. Eine Biodiversität kann nicht stattfinden. Das Insektensterben ist ein Fakt. Dort haben wir null Möglichkeiten, dass die Insekten irgendetwas machen könnten. Und die Hitze wird konserviert. Jawohl, eine solche Stadtplanung finden wir wahnsinnig toll. Und warum muss eigentlich immer alles teert werden? Die Weg, die Fussweg, weil es halt dann ein bisschen schöner aussieht. Oder weil es halt nichts kostet, wenn man es putzen muss. Wieso macht man nicht Kieswege? Es sind zwar ein paar Bäume gepflanzt worden, aber wenn man das genau anschaut, die stehen so nah aneinander. Ich bin überzeugt, in 2 Jahren sind die Hälfte von diesen Bäumen sind wieder gefällt, weil sie nämlich gar keinen Platz haben, um sich zu entwickeln. Und das einzige Grüne an dieser Hirschwiesenüberbauung sind auch noch Kacheln unten durch an den Wänden der Häuser. Ich möchte aber auch noch ein positives Beispiel erwähnen. Es hat zwar nichts mit Verdichtung zu tun, aber wenn man da in der KZ die Umgebung anschaut, muss man sagen, jawohl, genau so wollen wir Grünraum Umgebungsgestaltung. Dächer, die begrünt sind, wo sogar Orchideen drauf wachsen. Aber leider gehört die KZ dem Kanton und nicht der Gemeinde. Aber wir sind ganz klar der Meinung, die Grünen, man sollte, der Stadtrat soll sich ein Beispiel nehmen an der KZO und schauen, wie man dann so ein Grünraumkonzept machen kann und dann die BZO auch nach dem Vorbild der KZO anpassen. Darum ist es für die Grünen absolut notwendig, dass wir jetzt als das Postulat überweisen und dann aber auch genau heranschauen, wie das umgesetzt wird. Und ich danke allen meinen Kolleginnen und Kollegen, dass Sie jetzt Ja sagen bei der Überweisung. Merci. Besten Dank, Christine Walter. Und jetzt Elmar, bitte. Elmar Bielemann. Ja, grüezi miteinander. Also so dramatisch, wie es da von grün-rot tönt, hat, ist es zum Glück nicht. Ne? Die Natur ist nicht angewiesen darauf, dass wir ihr sagen, Bäume müssen wachsen. Das machen die noch vor allein. Ich bin ja auch Hauseigentümer und weiss, wie viel Mal im Jahr muss ich Bäume zurückschneiden, damit sie nicht gross wachsen. Bei euch in der Kantonsschule ist gelobt worden, da aussen die Platanen, die musst du immer schneiden. Wenn man die nicht schneiden würde, dann würden die so hoch sein, das geht gar nicht mehr, oder? Und darum auch im Siedlungsraum rein, kann man nicht Bäume wachsen lassen im Himmel rein, das muss beschränkt bleiben. Aber wir haben um Wetzig herum sehr viele Freihaltezonen, wo ich weiss nicht, ob die Stadt auch ein Eigentümer ist von denen. Und ich glaube, Stadtwart wird sicher in seiner Antwort dann den Vorschlag bringen, dass man in den Freihaltezonen ein paar grosse Bäume pflanzen könnte. Und die könnten wirklich wachsen nachher zur Freude von uns allen. Ja. Danke. Besten Dank. Besten Dank, Elmar Wielemann. Jetzt Susanne Sieber. Entschuldigung. Am Schluss. Gut. Dann Philipp Zopp, bitte. Danke für den Applaus schon mal. Also, Biggie Oberisch, also ich finde es eigentlich schon noch spannend, dass du so gut kannst in die Zukunft schauen kannst, dass du jetzt schon weißt. Tut mir leid, dass ich dich nicht anschaue, aber sonst hören sie es nicht.
dass du jetzt schon weißt, was eigentlich die Fraktion SVP in ein paar Wochen, Monaten wird abstimmen. Ich kann sicher nicht sein, dass jetzt irgendetwas gewährleistet wird, was wir in Zukunft werden machen, weil das machen wir bei euch auch nicht. Also ich bitte, das Votum wieder zurückzunehmen. Gut. Das Votum zurücknehmen, Biggi Obrist, du hast dich eh gemeldet. Lieber Philipp, ich wäre ja noch so froh, ich könnte das Votum zurückziehen. Leider kann ich es noch verstärken, indem das euer Stadtrat zum Beispiel erst gerade kürzlich Devisen herausgegeben hat, dass auf Brachen, wo der Stadt Wetziken gehören, wo Bauland sind, eventuell mal Bauland werden oder überbaut werden, derzeit keine Bäume mehr. Ein Verbot besteht, Bäume zu pflanzen. Also das ist so von eurer Seite. Sorry, gell, da kann ich auch nichts dafür. Das wäre nämlich auch etwas, was man machen könnte, dass man wirklich auf einen Satz schaut, wenn mir auch etwas fehlt. Danke. Besten Dank. Besten Dank, Biggi Obrist. Jetzt wünscht noch jemand vom Parlament das Wort? Wenn nicht, Susanne Sieber, bitte. Wissen Sie, wo die Hirschwiese ist, wo jetzt vielfach genannt worden ist? Also, wenn Sie mit dem Migros dort bei den Kärli rausgehen, Richtung Stadthaus, hin an der Krone. Das ist eine Katastrophe. Das ist tatsächlich eine Katastrophe, die Gestaltung. Ich meine, nicht die Gestaltung um die Hirschwiesenblöcke rüber, aber der Teerplatz dort, wo ich das erste Mal mit dem Velo angefahren bin, wo die Teermaschinen auf dem Platz gestanden sind, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, dass im Gestaltungsplangebiet so etwas ist. Und ich habe auch interveniert, das ist eine Katastrophe. Und ich habe das Gespräch aufgenommen mit der Abteilung Immobilien, mit der Stadtplanung. Wir sind zusammengesessen und wir haben gesehen, das Problem ist entstanden, die Stadtwerke haben vergessen, eine Trafostation dort hineinzubauen und so weiter. Man hat den Platz nicht fertig machen können. Der Migros baut irgendwann dort neu, das wissen Sie vielleicht, der wird irgendwann dort neu bauen. Und dann hat man den Platz einfach mal teert, damit er stabil bleibt. Aber es ist eine Katastrophe. Und wir haben gerade letzte Woche eine Sitzung gehabt mit allen Beteiligten. Und es wird sich ändern. Es wird sich zwar nur mit einem Provisorium ändern, weil der Platz von dem Migros wieder wird aufgerissen werden in der Bauphase. Wir pflanzen dort jetzt nicht Bäume an, wo wir nachher irgendwie wieder ausgraben oder umtun. Aber wir werden dort werden Bäume ankommen, es werden auch andere Bäume ankommen, wenn auch im Sinn vom Provisorium. Ich glaube, wir haben abgemacht, dass das im April sollte erledigt werden. Also gehen Sie es anschauen, mal im Frühling, im Sommer, dann haben wir probiert, das Optimum rauszuholen und auch dann. Gehen Sie es anschauen und kommen Sie auf uns zu. Besten Dank, Susanne Sieber. Jetzt hat sich Esther Schlatter noch einmal gemeldet. Bitte. Ja, Susanne, ich freue mich unheimlich, wenn dort in dem einen Eck etwas passiert. Aber wie du gesagt hast, die ganze Umgebung, die ganze Gestaltung rundum an und für sich ist eine Katastrophe. Und ich staune ein bisschen, weil die Gestaltung ist genehmigt worden von der Baukommission. Darum, die Überraschung verwundert mich doch sehr. Und das wäre genau der Ort, wo man eben Einfluss nehmen müsste und sagen, nein, so geht es nicht. Und das ist Bestandteil von einer Bewilligung. Danke. Da läuft etwas, das ist also nicht jedes Mal so. Ich glaube, die persönliche Ebene möchte ich auf die Seite legen. Einfach, das ist so, die Gestaltung, also nicht der Teerplatz, wo ich gesagt habe, das ist eine absolute Katastrophe, müssen wir ändern. Aber die Gestaltung um die Hirschwiese herum, die Sie jetzt wahrscheinlich nicht alle im Detail kennen, wie Sie dort selten durchlaufen. Die Stadt hat eine Stadtbildkommission. Eine Stadtbildkommission, wo Projekte, die in einem grösseren Ausmaß sich bewegen, genehmigt werden. Die Stadtbildkommission hat die Ausserraumgestaltung genehmigt. Die Ausserraumgestaltung vom Hirschwiese, nicht der Teerplatz, sage es nochmal, nicht der Teerplatz, aber die Ausserraumgestaltung von der Hirschwiese ist von einem Landschaftsarchitekt gestaltet worden und von der Stadtbildkommission so als gut, also zuerst bearbeitet und dann so genehmigt worden. Wem dann am Schluss was gefällt,
das ist jedem sein eigener Entscheid. Besten Dank, Susanne Sieber. Wünscht vom Parlament noch etwas Wort? Gut, wenn nicht, kommen wir jetzt zur Abstimmung, ob das Postulat soll am Stadtrat überwiesen werden. Also, wer von den Parlamentarierinnen und Parlamentarier das Postulat am Stadtrat will überweisen, soll jetzt die Hand aufheben. Bitte zählen. 9, 10, 14. Wer das Postulat nicht will überweisen, soll jetzt die Hand aufheben. Also, das Postulat wird mit 29 Ja-Stimmen überwiesen, 5 haben Nein gesagt. Besten Dank. Also, das Postulat ist jetzt überwiesen worden. Der Stadtrat hat in den 9 Monaten vom Zeitpunkt der Überweisung, also von heute an gerechnet, Bericht und Antrag zu stellen. Jetzt kommen wir wieder zu einem außerordentlichen Einschub in die Sitzung. Wir kommen damit zum letzten Traktandum vom heutigen Abend. Schülerinnen und Schüler von der Sekundarschule und von der gewerblichen Berufsschule haben Fragen ausgearbeitet, welche sie jetzt am Stadtrat und uns am Parlament stellen werden. Die Schülerinnen und Schüler können jetzt durch Handaufheben anzeigen, wenn sie ihre Frage stellen wollen. Dann wird jemand mit dem Mikrofon zu euch kommen. Und ich bitte Jugendliche jeweils, ihren Namen zu nennen und an welcher Schule dass sie angehören. Dann werde ich, falls nötig, die Frage am Stadtrat oder an einer Fraktion vom Parlament zuweisen. Die Frage bitte ich dann am Rednerpult zu beantworten. Und ich bitte Sie auch, die Beantwortung relativ kurz zu fassen. Gut, jetzt frage ich Sie also an, Schülerinnen und Schüler, wer hat die erste Frage? Ich habe eine Frage an den Stadtpräsidenten. Weshalb wollen Sie Stadtpräsident werden? Was macht ein Stadtpräsident genau? Wie sieht ein Arbeitsalltag aus? Entschuldigung. Besten Dank für die spannende Frage. Sie sind ein Stadtpräsident. Bitte, Rudi Rüfenach. Ja. Als Stadtpräsident in Wetzig ist man Milizpolitiker. Milizpolitiker heisst, dass man einen Beruf hat, hauptsächlich in diesem Beruf arbeitet und dann an der Randseite untertags für die Stadt in Wetzig unterwegs ist. Ich wollte Stadtpräsident werden vor gut 5 Jahren, nachdem dass ich 8 Jahre im Gemeinderat war, weil mir die Entwicklung in Wetzig am Herzen liegt, weil wir viele Sachen angefangen haben, die nicht fertig sind. Und das ist ein laufender Prozess, der geht immer weiter. Man hat immer neue Sachen, die man daran arbeiten will. Und darum wollte ich Stadtpräsident werden. Als Stadtpräsident ist es so, dass ich regelmässigen Kontakt bin mit dem Stadtschreiber. Ich treffe mich mindestens einmal in der Woche mit ihm. Ich treffe mich einmal in der Woche mit dem Kulturbeauftragten, so dass wir die wichtigen laufenden Geschäfte vorbereiten. Wir vorbereiten gemeinsam, was wir in der Stadtratssitzung traktandieren, was für Geschäfte herkommen, so dass wir immer am Freitag vor der Sitzung, die am Mittwoch stattfindet, genau wissen, welche Traktanten kommen und wie viel Arbeit es braucht. Gleichzeitig bin ich in verschiedenen anderen Gremien unterwegs, wo ich die Stadt Wetzig nach außen vertreten tue. Das ist zum Beispiel im Gemeindepräsidentenverband von Hinwil, wo wir alle Gemeindepräsidenten in unserem Bezirk treffen. Ich bin im Vorstand von der RZ, das ist die Region vom Zürich-Oberland, tätig. Dort kümmere ich mich um gesellschaftliche Themen, Integration, um das Leben hier, um den Sport und um Kultur. Und ich habe noch eine Verbindung zum öffentlichen Verkehr. Ich bin auch in der VZ tätig, damit das, was uns wichtig ist in Wetzig, dort aus erster Hand eingebracht werden kann. Und im Alltag ist es eine Mischung, dass der Tag am Morgen um 6 Uhr anfängt und die Abend zwischen 9 und 10 Uhr aufhört. Und das Leben, das man hat beim Arbeiten, die Freizeit, das vermischt sich so miteinander. So bin ich eben jetzt heute Abend bei euch oder beim Parlament. Das ist eigentlich so Daily Business. Das gehört zum Stadtpräsidenten einfach dazu. Besten Dank, Rudi Rüfenach. Danke.
Spannende Antwort. Jetzt noch eine kleine Mitteilung für euch. Die Fragen, die haben also Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie also die Stadträtinnen und Stadträte nicht gesehen. Sie tun sie also spontan beantworten. Darum sind die Fragen auch sehr spannend für uns, was die einzelnen Mitglieder da antworten. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Bitte nennt euren Namen und die Schule, wo ihr sind. Grüezi miteinander, mein Name ist Elmeyer Lai. Ich gehe ins Sekundarschulzentrum. Meine Frage geht an den Stadtrat. Warum gibt es trotz der vielen Einwohner in Wetzikon nur eine Poststelle? Jawohl, wer vom Stadtrat will die beantworten? Der Rudi Rüfenach. Ich will nicht alles selber beantworten, aber die Antwort gebe ich gerne nochmal selber. Wo Post angefangen hat, Poststellen zu tun, zuerst in Oberhausen, dann in Kempten und dann auch im Zentrum, haben wir mit der Post verhandelt. Wir sind mit der offiziell auch angefragt worden, ob wir das gut finden. Wir haben von Anfang an gesagt, wir finden das nicht gut. Wir finden auch heute nicht gut, haben wir die Poststellen. Vor allem finden wir nicht gut, dass die in Unterwetzig ist, eigentlich an der Peripherie und nicht im Zentrum. Und auch verkehrstechnisch eigentlich der nicht ideal, im Sinne, dass es eben Stau verursacht. Aber wir haben wie nur die Möglichkeit gehabt, angehört zu werden. Wir können nicht entscheiden, wir können nicht befehlen, wir können angehört werden. Ihr habt vielleicht gemerkt, das Parlament hat sich auch dafür eingesetzt. Es hat eine Reise gegeben von verschiedenen Parlamentariern, die extra auf Bern gegangen sind, zu der Geschäftsleitung von der Post. Ich habe die begleitet. Und auch dort sind wir angehört worden, wohlwollend aufgenommen worden. Nur ihr habt es gemerkt, genützt hat es nichts. Weil wir können es nicht bestimmen. Es ist in der Hoheit von der Post. Leider. Besten Dank, Rudi Rüfenach. Die nächste Frage bitte. Jawohl. Mikrofon. Lukas Stecker ist mein Name, ich gehe an die GBW Wetzikon und mache dort die Lehre als Elektroinstallateur in EFZ. Meine Frage ist, welche Pläne hat das Parlament, um Probleme von der Digitalisierung und Vernetzungsförderung zu lösen? Das ist spezifisch an Schulen gerichtet, weil ich das Gefühl habe, dass manche Lehrer einfach teilweise Kompetenz nicht besitzen, um mit dem neuen Medium Internet umzugehen. Ja, also er hat das Parlament gefragt. Ja, ich gebe mal am Stefan Lenz Wort von der FDP. Er ist da sehr gute Digitalisierung. Und vielleicht kann nachher Jürg Schuller noch etwas dazu sagen, als verantwortlicher Stadtrat. Guten Abend, geschätzte Jugendliche. Und ich danke Ihnen für die klare Frage und das klare Votum aus Ihrer Sicht. Wir haben von der FDP eine Interpellation eingereicht, wo wir wissen wollten, wie der Stadtrat eben genau zum Thema der Digitalisierung steht. Wir haben dort verschiedene Themenbereiche auch abgeklopft. Es ist auch darum gegangen, was macht man quasi auch in der Schule, was macht man auch im Bereich des Lehrplans. Und der Stadtrat hat entsprechend geantwortet, dass die Konzepte in Ausarbeitung, Überarbeitung sind. Es braucht natürlich für solche Konzepte wirklich auch entsprechend ein Miteinander. Die Infrastruktur, glaube ich, ist mittlerweile in der Primarschule, zumindest der Sekundarschule, recht weit fortgeschritten. Es können entsprechende Geräte verteilt werden, es hat entsprechende Infrastruktur mit WLAN. Ich glaube aber auch, dass der Kompetenzaufbau bei Lehrpersonen ist angegangen worden, auch mit entsprechenden Supportkräften vor Ort. Das hat man alles vom Stadtrat können entsprechend hören. Und der Weg geht jetzt sicher noch weiter, dass auch von Seiten des Kantons, gerade in der Volksschule, sehr viele Vorgaben natürlich gemacht werden, der Weg von Wetzikon auch weiter geflochten werden. Ich bin aber aufgrund der Resultate der Interpellation sind wir zufrieden gewesen als FDP in dem Bereich, wo wir die entsprechenden Fragen gestellt haben, dass die Schule unterwegs ist. Digitalisierung ist aber auch ein langer Weg, wo wir alle miteinander gehen wollen. In dem Sinn, wir sind unterwegs. Danke. Besten Dank. Jetzt vielleicht doch noch Jürg Schuller. Was er dazu meint, als Stadtrat verantwortlich? Ja, geschätzte Anwesende, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie nicht in der Primarschule oder in der Sekundarschule zu Wetzikon. Ihre Aussage trifft dort nicht zu. Der Stefan Lenz hat es gesagt, wir sind ausgerüstet und es ist tatsächlich so, das hat man auch aus den Medien entnehmen, dass mit der Einführung vom Fach Medien und Informatik mit dem Lehrplan 21 hat man festgestellt, nicht nur im Kanton Zürich, dass eine grosse Anzahl der Lehrkräfte nicht über die nötige Ausbildung verfügt. Die Pädagogische Hochschule in Zürich hat unterdessen im Bereich Aus- und Weiterbildung das Engagement verstärkt.
so, dass es möglich ist, dass am Tag X alle die Ausbildung haben. In Wetzikon haben wir das sichergestellt, heute schon, durch eine raffinierte Personal- und Einsatzplanung werden nur ausgebildete Lehrkräfte das Fach übermitteln. Danke. Besten Dank, Jürg Schuller. Jetzt haben wir zufälligerweise, also es ist kein Zufall, noch einen betroffenen Lehrer da bei uns Parlamentarier, und das ist nämlich der Toni Zweifel. Er wird ganz kurz noch etwas sagen. Werter Präsident, werte Anwesende, ich habe immer Freude, wenn die Jugendlichen so direkt Fragen stellen, dann ist man auch betroffen und dann steht man auf, reagiert. Und grundsätzlich so, ich habe einen Lehrerkollegen, der ist Informatiker, und letztens haben wir uns unterhalten, was ist denn Informatik? Und dann hat er einfach gesagt, das ist unglaublich breit. Und auch in der Politik ist es so, dass man eben sich differenziert ausdrücken soll und wäre gerne bereit, dann beim Apero differenzierte Meinung noch entgegenzunehmen. Bei uns Schreiner ist es so, dass wir Biot haben, Bring Your Own Device, also alle Schüler und Schülerinnen nehmen den Laptop selber mit und dann haben wir jenste Programm dort drauf. Und dann bin ich auch sehr froh, wenn die einzelnen Schülerinnen und Schüler stark sind auf dem einen Gebiet, da kann ich auch wieder dazulernen und ich ihnen zurückgeben kann, was ich bereits kann, und da ist es ein Gehen und ein Nehmen. Also in dem Sinn freue ich mich auf den Apero. Besten Dank. Wir freuen uns sicher alle auf der Apero. Jetzt die nächste Frage, bitte. Jawohl. Guten Abend, mein Name ist Elif Köse. Ich gehe in das Sekundarschulzentrum und meine Frage geht am Stadtrat. Und zwar, was sagen Sie zu Autoverkehr im Wetzikon und was würden Sie verändern? Besten Dank, das ist eine klare Frage. Wer vom Stadtrat will die Frage zum Autoverkehr beantworten? Pascal Bassu, bitte. Ja, guten Abend miteinander. Ja, der Autoverkehr im Wetzikon, da haben alle eigentlich keinen Plausch. Am liebsten hat man alles freie Strassen. Und gleich wird man sich können fortbewegen. Der Verkehr ist halt vielschichtig. Es gibt langsamen Verkehr, also Fußgänger, Velofahrende und natürlich auch die Auto. Und es ist so, vor allem in den Stosszeiten, also am Abend, über den Mittag und auch bis am Morgen, haben wir tatsächlich auf der Verkehrsachse ein Problem. Und wir haben jetzt gerade mit dem Kanton eigentlich, sind wir dran, die ganzen verkehrlichen Geschichten anzuschauen, dass wir eben wirklich aufgrund von einem Konzept, das wir zusammen ausschaffen, können Verbesserungen herbeiführen. Aber was wir auch klar müssen sagen, Hexen lässt sich nicht. Also der Verkehr ist um, steigt eher tendenziell. Die Anzahl Autos nehmen eher zu. Von dem her, wir müssen alle wahrscheinlich bis zu einem Teil mit dem Verkehr leben. Aber wir haben gewisse Massnahmen, die wir machen. Also wir wollen den Verkehr ein bisschen verlagern von der einen auf die andere Straße. Das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber es gibt dann gewisse Wirkungen, wenn man dann noch mit weiteren Massnahmen. Da gibt es zum Beispiel Temporeduktionen oder auch Lichtsignalanlagen, wo man dann beispielsweise kann, den Verkehr ein bisschen anders lenken. Und damit hoffen wir oder glauben wir, dass wir schlussendlich dem ein bisschen mehr Herr werden. Aber effektiv, den Verkehr wegbringen tun wir nicht. Außer jeder Einzelne überlegt sich, ob er halt wirklich das Velo oder Gott so gut den ÖV verwendet und darum das ein oder andere Auto vom Verkehr im Wetzikon wegbringt. Merci. Besten Dank, Pascal Bassu. Nächste Frage, bitte. Jawohl. Grüezi wohl. Mein Name ist Eniken Blasalia. Meine Frage geht am Stadtrat. Und die wäre, wo sehen Sie das grösste Verbesserungspotenzial in der Stadt Wetzikon? Das ist natürlich auch eine spannende Frage, eine schwierige Frage. Wer wagt sich da dran von der Stadträtin? Jawohl, der Stadtpräsident ist da sicher der Richtige. Meine Kollegen ist mir delegiert. Verbesserungspotenzial hat es ganz einen Haufen, aber den grossen Wurf, den gibt es nicht. Wo man in den 40er Jahren die AHV neu gemacht hat, war das ein riesengroßer Wurf gewesen. Auch heute können wir die AHV nicht mehr neu erfinden, wir können nur noch in ganz kleinen Schritten korrigieren. Und genau so ist es in Wetzikon. Wir können nicht hergehen und sagen, wir machen die ganze Bahnhofstrasse links und rechts platt machen und alles neu bauen.
aber wir können einzelnen Schritte dort, wo man muss und kann, verbessern. Da geht es darum, um den Verkehr, dass er verträglicher wird. Es geht darum, dass wir das Wachstum, das wir haben, aufnehmen und in einer guten Qualität umsetzen können. Und es geht im Endeffekt darum, dass alle, die hier in Wetzikon daheim sind, gut und gern hier leben können. Besten Dank, Rudi Rüfenach. Nächste Frage, bitte. Hallo? Also, mein Name ist Julien Riedi, ich gehe in die zweite Säcke in Wetzikon und meine Frage an den Stadtrat ist, welche Projekte werden im Moment bearbeitet? Jawohl, jetzt kennst du welche Projekte. Wir können vielleicht die grössten Projekte nehmen. Der Stadtrat, der das Gefühl hat, das grösste Projekt, soll sich doch melden. Also, guten Abend miteinander. Schön, dass wirklich so viele Leute da sind. Ich will schnell ein Announcement machen. Am 14. April gibt es wieder eine Parlamentssitzung. Wenn ich mich nicht täusche, ist der 14. Sie sind auch herzlich willkommen dort. Jetzt zu dem Projekt. Natürlich hat jeder Stadtrat ganz viele Projekte. Ich sage Ihnen drei, die finanziell einen grossen Einfluss haben in naher Zukunft. Das ist einerseits, Sie wissen, wir müssen Aarau ausbauen. Das hat das Parlament und das Volk bereits bewilligt. Da ist man dran. Das ist ein Projekt von 30 Millionen. Und aufgrund von dem Schritt, dass wir eben die Aarau auf einem Grundstück müssen, erweitern, wo heute Stadtwerk und der Unterhaltsdienst sind, muss man die Gebäude versetzen. Da gibt es also ein Folgeprojekt, das ist in der Grössenordnung von 18 Millionen. Und dann haben wir Schulhaus Wallenbach, das uns betrifft. Das wird ein Projekt sein in der Grössenordnung von 16 bis 18 Millionen, je nachdem, wie man es ausgestaltet tut. Das sind eigentlich finanziell die, die den grössten Einfluss haben auf uns alle zusammen in finanzieller Hinsicht. Besten Dank, Henry Fettiger. Noch zur Erklärung, Aarau ist Abwasserreinigungsanlage oder Kläranlage auf gut Deutsch. Nächste Frage bitte. Grüezi, ich heiße Donieta Abdullahi, gehe in das Sekundarschulzentrum. Meine Frage geht am Schulpräsident. Also, wieso ist die Sekundarstufe C abgeschafft worden? Ja, das ist eine gute Frage, Schulpräsident. Jürg Schuler, bitte. Gut, jetzt muss ich sagen, ich höre die Frage das erste Mal. Wenn ich sie früher bekommen hätte, hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten können. Das C haben wir abgeschafft. Es gibt verschiedene Gründe. Man hat festgestellt, dass der Druck auf A und B grösser geworden ist. Man hat von den Eltern, von den Jugendlichen festgestellt, dass, wenn immer möglich, Gründe und Argumente vorgebracht worden sind, dass man nicht ins C muss. C haben wir immer eine gute Stufe gefunden, aber man hat festgestellt, dass es zum Teil eben sehr zum Nachteil der Jugendlichen geführt hat, dann, wenn sie zur Schule rausgekommen sind und eine Lehrstelle gesucht haben. Man hat gesehen, wenn sie zum Beispiel den Lehrstellennachweis angeschaut haben im Zürich Oberländer, vier Seiten, und dann haben die Arbeitgeber immer geschrieben bei ihren Prüfen, was sie voraussetzen, dass man so eine Lehrstelle kann antreten kann. Oder? Und wenn ich mich recht erinnere, haben wir von vier Seiten gerade mal bei zwei Prüfen noch akzeptiert gehabt, Sekt C. Oder? Und wir haben gefunden, das führt zu einem Nachteil der Jugendlichen, weil offenbar die Arbeitgeber, die KMUs, nicht verstehen, was das heisst. Und dann ist tatsächlich so gewesen, dass Arbeitgeber Lehrlinge angestellt haben oder Kriterien aufgestellt haben und gesagt, wenn ich auswählen kann, ich kann jemanden Sek B, Sek A, Sek C, ich kann zwei Stellen besetzen, Lehrstellen, dann haben sie die genommen mit Sek A und B. Oder? Das hat zu einer Benachteiligung von der Schülerinnen und Schüler aus der Sek C geführt. Oder? Heute geht das gut. Wir tun es individuell, bedarfsgerecht, werden sie ausgebildet, geschult. Das können die anwesenden Lehrpersonen bestätigen. Und wir denken, die ungerechtfertige, wegen Nichtwissen entstandene Benachteiligung haben wir können vermeiden damit. So auf die Schnelle. Ja. Besten Dank, Jürg Schuler, für die spannende Antwort. Nächste Frage, bitte.
Grüezi, ich bin André Weiss von der GB Witzigen. Meine Frage ist, wieso sollte die Baustelle Wildbach umgebaut werden und lohnen sich die Kosten? Das ist die Bushaltestelle gemeint, am Wildbach. Ja, genau. Pascal Basso, bitte. Also, der Kanton ist generell da, das ist ein kantonales Projekt, also das Wildbach-Bushaltestelle wird vom Kanton, eigentlich ist ein Bauprojekt vom Kanton und er will umbauen. Und wieso? Weil man mit den jetzigen Dings nicht zufrieden ist und man muss sie sowieso mit der Zeit sanieren. Also von dem her ist der Kanton dran, schon in mehreren Versuchen, es ist der zweite Versuch, glaube ich, oder fast der dritte, wo er dran ist, eigentlich die Haltestelle Wildbach neu zu machen. Und da sind wir ein bisschen Unwegsamkeiten. Das heisst, jetzt, der Stadtrat hat jetzt das Projekt angeschaut und ist nicht so zufrieden, hat das jetzt auch im Kanton entsprechend so zurückgespielt. Und es ist wirklich im Moment auch noch in der Schwebe, was jetzt wieder kommen wird. Aber das Projekt liegt an und für sich beim Kanton. Von dem her müssen wir auch dort allenfalls nachfragen. Besten Dank, Pascal Basso. Die nächste Frage bitte. Die nächste Frage. Hallo, ich bin Massimo Radulovic. Ich gehe in die Sekundarschule Wettzentrum. Und meine Frage ist an die Fraktion Die Grünen. Wie stehen Sie zu einem Rahmenabkommen bzw. zu einem EU-Beitritt? Jawohl. Also, die Flughöhe von dieser Frage ist natürlich sehr hoch. Aber trotzdem, ich glaube, die Fraktion hat eine Meinung, wer will antworten? Also, der ist der Kündig. Guten Abend miteinander. Es sind zwei Fragen. Das eine ist die EU. Da sind wir ganz, also das ist meine persönliche, aber sicher auch der Fraktion ihre Meinung. Ich glaube, die Schweiz kann nicht als kleine Insel in Europa bestehen. Wir sind als kleine Schweiz angewiesen auf gute wirtschaftliche Beziehungen, auch zu Europa. Zum Rahmenabkommen, das ist ganz sicher auch klar, dass man das Rahmenabkommen muss machen. Es gibt sicher dort noch Sachen, die man muss verhandeln muss, wie auch, wobei das ist jetzt beim Ständerat und beim Nationalrat. Und ich glaube, lassen wir uns überraschen, was die bestimmen, und dann können wir ja dann als Stimmbürger darüber abstimmen. Aber grundsätzlich sind wir für ein Rahmenabkommen. Die EU, ich glaube, ist im Moment schon noch ein bisschen weiter weg. Aber es wird uns sicher einmal noch beschäftigen. Besten Dank, Esther Kündig. Ich hoffe, die Bern oben haben es auch zugelassen. Nächste Frage bitte. Ja. Grüezi miteinander. Mein Name ist Maya Soller und ich habe eine Frage an den Stadtrat. Und zwar, wie steht es um den Busbahnhof beim Bahnhof Wetzikon? Jawohl, Susanne Sieber ist da die Spezialistin dazu. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Es hat ja ein Busprojekt gegeben auf dem jetzigen Park und Reit. Also Richtung Velo Plus dort, und das ist von der Stimmbürgerschaft abgelehnt worden. Wir haben nachher geschaut, was würden denn die Leute wählen, haben einen runden Tisch gemacht, auch mit Mitgliedern vom Parlament, und haben gesehen, eigentlich wollen die Leute gerne am heutigen Bushof, so ein bisschen, dass man versucht, eine einfache Lösung dort zu entwickeln, wo man die Bedürfnisse von der VZO vor allem auch abdecken. Wir haben dann eine Machbarkeitsstudie machen lassen, haben einen Projektierungskredit im Parlament geholt und haben angefangen zu arbeiten. Und je länger wir daran geschafft haben, desto mehr haben wir gemerkt, dass es grosse und grössere und noch grössere Schwierigkeiten gibt. Einer der wichtigsten Punkte war, Sie sind viel am Bahnhof zu Wetzikon, wenn Sie dort, wo die Busse sind, wo das Gleis 1 ist, also wo die S3 dann Richtung Kempten fährt und Richtung Pfäffiken, Zürich, dort hat sie jetzt einen schmalen Abstand, das sind 1,5 Meter. Und die SBB ist dann im Rahmen von diesen Abklärungen gekommen und hat gesagt, wenn ihr den Bushof wirklich umbauen wollt, dann gilt die Bundesrichtlinie von einem Abstand von 4 Metern. Jetzt, wenn Sie sich das vorstellen, der Platz dort ist eng.
Es hat Parkplätze von der Post drauf. Es hat Parkplätze von der Klientis, also wo man herfahren kann und schnell jemanden einladen, ausladen vor der Klientis, vor der Post. Und die Schrägparkplätze von der Post. Und wir haben gemerkt, wenn man die 4 Meter einhalten muss, das führt definitiv dazu, dass es höchst problematisch ist, auf dem Bushof mit diesen Vorgaben irgendeine Lösung anzubringen. Ich plaudere da schon ein bisschen aus der Schule. Wir haben eine Klausur im Stadtrat und wir haben das mit der Abteilung Tiefbau zusammen auch vorbereitet auf die Klausursituation. Es sieht nicht so aus, als dass wir dort mit dem Projekt jetzt weiterfahren würden, weil es nicht so aussieht, dass wir eine Lösung bringen könnten, die irgendeine Verbesserung brächte für den ÖV, für die Personen, die dort umsteigen, sondern im Gegenteil, vermutlich wäre es sogar eine Verschlechterung. Wir gehen davon aus, dass der Stadtrat den Entscheid wird fällen, Ende März, Anfang Mitte April, und das wird dann auch wieder ein Antrag geben ins Parlament, um den Projektierungskredit vermutlich abschliessen. Also, stopp. Besten Dank, Susanne Sieber, und auch für die spannende Frage. Jetzt haben wir gerade noch ein Primär erfahren, also etwas Neues, dank dieser Frage. Nächste Frage bitte. Grüezi miteinander, mein Name ist Lorena Dörig und ich gehöre zu der Sekundarschule Wetzikon. Was ist Ihr persönlicher Beitrag für ein schöneres, lebenswertes Wetzikon? An wen geht die Frage? Städterat. Stadtrat? Gut. Stadtrat, wer will etwas sagen? Jawohl, Herr Vogel. Ich kann noch nichts sagen. Remo Vogel, Stadtrat. Soziales, Alter, Gesundheit. Mein Beitrag ist definitiv, dass die Ressorts, die ich hier habe, oder die Themen, die ich hier habe, können eigentlich mit Lösungen bestückt werden. Für die sozial schwächeren Menschen da sein, für die älteren Menschen da sein und gute Lösungen auch für sie zu haben. Sie wissen alle zusammen, dass wir älter werden, dass wir viele ältere Menschen werden haben, und da braucht es andere Lösungen als in der Vergangenheit. Im Gesundheitswesen haben sie können verschiedene Sachen lesen. Das Gesundheitswesen, da sind die Kosten für uns eine grosse Belastung, denken Sie an Krankenkassenprämien. Und da müssen wir auch im Oberland, Sie haben von der Fusion Uster-Wetzikon gehört, da wollen wir daran arbeiten. Ich persönlich, Verkehr haben wir vorne gehört, einer unserer grossen Probleme. Ich appelliere an Sie, fahren Sie Velo, verzichten Sie aufs Auto. Ich versuche das täglich zu machen. Und das ist einer meiner Beiträge. Und dann unsere guten Infrastrukturen, unser Naherholungsgebiet zu nutzen, die guten Sachen von Wetzikon im Vordergrund stellen. Und von denen haben wir sehr viel. Danke vielmals. Besten Dank, Remo Vogel. Von der Zeit her gesehen, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Wer will die letzte Frage stellen? Mein Name ist Severin Bossert und ich habe folgende Frage an den Stadtrat. Was bedeutet es für Sie, Milizpolitiker zu sein? Auch eine interessante Frage. Wer hat noch nie etwas gesagt vom Stadtrat? Ja. All meine Stadtratskollegen sind Milizpolitiker. Der grösste Vorteil eines Milizpolitikers ist, dass er gleichzeitig in der Arbeitswelt aktiv ist und folgendes an und für sich die Bedürfnisse der Bevölkerung viel näher auch in der Politik kann einbringen kann. Stellen Sie sich einen Berufspolitiker. Ein Berufspolitiker, der ist, wenn man es ein bisschen überspitzt gesagt, fast angewiesen, dass er wiedergewählt wird. Also der wird den Leuten viel mehr nach dem Maul reden als jemand, der täglich konfrontiert ist in der Arbeitswelt draussen mit Leuten, die wie sie eben am Arbeiten sind oder in der Schule sind. Und darum als Milizpolitiker, glaube ich, haben sie viel den grösseren Einfluss. Und das ist, glaube ich, all unseren Stadträten und Stadträtin ihres Anliegen, dass wir weiterhin in Wetzikon eine Milizpolitik haben, weil wir eben näher am Volk sind. Besten Dank, Henry Fettiger. Sehr gute Antwort, wo mir sicher viele hinterstehen könnten. Ja, wir kommen zum Schluss dieser Parlamentssitzung. Ich danke allen Beteiligten
vielmals für das Engagierte, für die Worte, für die Fragen. Und es war wirklich sehr spannend gewesen. Ich empfinde die heutige Sitzung als eine neue Erfahrung, ist sicher für alle hier im Raum. Es hat es nämlich noch nie gegeben von unserem Stadtparlament. Und ich glaube, im Kanton Zürich ist das ziemlich einmalig. Ich hoffe, wir könnten die Tradition fortsetzen, wenn nicht nächstes Jahr, vielleicht ein bisschen später. Speziell bedanken möchte ich mich bei den Lehrpersonen Thomas Müller, Susanne Rutz, bei Miriam Eberle, bei Philipp Zopp, dann besonders auch beim KZO-Rektor Alexander Popov, der das ermöglicht hat, am Hauswart Hans-Uli Stippler und seinem Team, wo all die Einrichtungen gemacht hat und die Installationen. Sie haben da sehr viel müssen bewegen, Tisch umtragen und so weiter. Dann auch am Tontechniker Thomas Füllemann, der das ermöglicht hat. Und besonders auch möchte ich danken der Ratssekretärin Franziska Gross mit ihrem Team. Sie hat das nämlich ermöglicht und alles organisiert. Es war ein rechter Aufwand gewesen. Mal ganz einen herzlichen Applaus für all die. Jetzt, wie Sie schon gehört haben, die nächste Parlamentssitzung findet am 15. April statt, dann wieder im Stadthaussaal und dann am 7. Uhr abends. Wir haben genug Plätze, nicht ganz so viel wie da, aber ihr seid also alle herzlich willkommen. Das Programm haben wir heute ein bisschen speziell für den Ort und für die Jugendlichen zusammengestellt. Wir haben gesehen, es hat eine spannende Debatte gegeben, man ist sich nicht immer einig, aber Diskussionen sind interessant und fair. Ganz besonders haben mir auch Ihre Fragen gefallen und sicher uns allen. Es waren gute Fragen gewesen und wir haben Neues erfahren. Jetzt lade ich euch alle im Namen vom Stadtrat und im Namen vom Parlament zu einem Apéro ein. Und auch dort kann man noch weiter mit den Politikerinnen und Politikern diskutieren. Besten Dank und auf Wiedersehen. Thank you.